Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Steinen, Thesen garantiert nicht spoilerfrei. Heute in großer Runde, Folge 154 mit mir, dem Max. Und dem Christian. Und der Christina. Und der Kali. Ja, hallo, hallo. Ja, hallo. Große Viererrunde. Und Kali hat sich ja vor zwei Folgen gewünscht, in Folge 152, als wir Lola Rent besprochen haben, haben wir ja schon angekündigt, es wird auch eine Harry Potter Folge geben. Überraschung, hier ist sie. Und wir haben ihn aber noch nicht geguckt, das ist jetzt noch vor dem Gucken. Aber wir haben ihn alle schon gesehen, richtig? Ja. Ich weiß nicht, ob ich den im Kino gesehen habe damals zum Erscheinen, aber ich glaube schon sehr stark, dass dem so war. Obwohl ich glaube, ich ihn auch nicht im Kino geguckt habe, weil ich damals wollte ich den doof finden und bin nicht reingegangen. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich habe in der Zeit in einem Kinder- und Jugendclub gearbeitet in Greifswald und konnte mit einer Gruppe von Kindern, genau, also quasi als Betreuerin. Staatlich finanziert, ja? Praktisch. Nee, ach so. So dann leider auch nicht. Wie gruselig. Also ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Also ich freue mich, dass wir das heute nachholen. Und ich nehme an, ihr alle habt den schon mehr als einmal gesehen, oder? Das nehme ich auch an. Ja, ne? Das würde ich auch bestätigen. Ja, ja, definitiv. Ja. Du irgendwann. Ich glaube, mit dir habe ich ihn bestimmt auch schon jetzt mehr als einmal gesehen. Wahrscheinlich. Aber auch ist noch gar nicht so lange her, dass ich tatsächlich jetzt auch alle Teile gesehen habe. Das haben wir, glaube ich, erst im letzten Jahr vollendet. Dass ich. Also du. Ja, du. Wieso, hast du sowas wie 7.2 noch im Kino geguckt? Nee, im Kino habe ich wenig davon gesehen, glaube ich. Nee, ich glaube außer dem ersten wahrscheinlich nicht. Es ist ja der Podcast mit den steilen Thesen. Ja. Schön, dass du da auch gut mit dabei bist. Wenn das jetzt eine Livo-Aufführung wäre, Max, was müsstest du denn unbedingt vorher den Leuten sagen? Also weißt du sagst den Leuten ja mal so schöne Sachen, bevor der Film losgeht. Und da sagst du ja viele Sachen, aber was wäre so eine Sache, vielleicht auch als jemand, der den jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, was könnte den Blick bereichern, wenn man den Film jetzt guckt? Mhm. Also als jemand, der sogar in den Studios, in denen der gedreht wurde. Das hast du mir jetzt natürlich voll auf den falschen Fuß erwischt. Ich würde sowas erzählen wie... Ich habe mich bei Pottermore angemeldet und ich bin vom Hause Hufflepuff und mein Patronus ist eine schwarz-weiße Katze. Und ich weiß, dass ich damals zunächst das dritte Buch gekauft bekommen habe und das zuerst gelesen habe, um dann festzustellen, ach, das ist gar nicht, irgendwie ist das eine Reihe und man muss Dings. Und dann das erste Buch gelesen haben und das war noch vor dem ersten Film. Ja. Aber zum Film selbst so habe ich mich jetzt auch in der Hinsicht nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, ob Kali vielleicht, die ja auch die Studios besucht hat, ob sie da jetzt irgendwie... Ja, oder worauf ihr euch freut, jetzt wo ihr den jetzt nochmal sozusagen guckt. Ich freue mich auf das Eintauchen in die Welt, glaube ich. Ja genau, ich finde die Musik toll, ich finde die ganze Komposition toll und dieses Eintauchen in die Welt, ich finde, es geht auch relativ zügig. Mhm. Und ich finde es auch schon stark, dadurch, dass wir in den Studios waren, wenn du dann immer denkst, oh, da war ich, das haben wir angefasst, oh, da war ich, und da war ich, und da war ich auch. Und mein Gott, wie realistisch ist das alles und wie schön war das in dem Moment und welche Gefühle hatte man, als man das vor Ort nochmal gesehen hat und wie krass einem das vertraut vorkommt, obwohl man die Filme ja schon zigmal gesehen hat, wenn man es auch nochmal jetzt sieht, nachdem man nochmal die Kulissen selbst ergründet hat. Also da freue ich mich immer schon drauf, das auf großer Leinwand zu sehen. Und auf dem Fernsehen, dann geht er mir immer viele Sachen. Das ist denn wahrscheinlich, die haben da richtig viel hingebaut, ja? Also man kann da richtig so durch so ein Stück Hogwarts laufen, ja? Ja? Mhm. Dann hast du jetzt so eine Begrüßung, dann geht es in die große Halle. Echt? Die ist komplett noch da? Oder nochmal. Wieder, oder wird dann auch mal... Achso, aber die hört ja wahrscheinlich ein bisschen früher auf in der Realität. Als nee, die ist, nee, wirklich, ja? Ist wirklich so groß. Aber es gibt eine echte Decke. Ja. So, dann kommen... verschiedene Sets. Ja, dann kommen verschiedene Sets, ja. Also dann gibt es auch so eben, wie Kostüme gemacht werden, Dumbledores Büro. Die Treppen sind da, die ganzen Gemälde an den Wänden hängen da. Mhm. Die ganzen allgemein, die ganzen Fakte. Manchmal. Die reden auch. Ich meine, so ein brennender Vogel fliegt da noch umher. Moment. So, und dann kommt nochmal größer auf jeden Fall der Wald. Davor war ja noch die Kammer des Schreckens, ist er noch da. Dann ist sozusagen das Zaubereiministerium aufgebaut. Also du kommst rein, da kommt die große Halle. Wir hatten das Glück gehabt, wir waren in der Winterausstellung, die jetzt halt im vierten Teil ist, wenn sie den Ball haben, diese ganzen Kulissen. Mhm. War nochmal aufgebaut gewesen. Dann kommst du rein, was Marc schon gesagt, die Kulissen, dann die Wendeltreppe ist da, die Gemälde sind da, dann halt der kleine Artefakte, die kleinen Modellbauten so von Hagrids Hütte und ähnlichen. Und dann gehst du weiter und dann hast du da
das Haus der Weasleys, dann hast du Dumbledores Büro, dann hast du was waren das noch? Dann ein paar Drachen. Dann doch aufgebaut, die Kiste. Dann die ganzen, genau, dann hier das Denkarium ist dann da weiter. Und dann kommst du kommt die Kammer des Schreckens. Dann hast du erstmal noch einen Abspecher, da kannst du dann Wesen reiten. Das haben wir übersprungen, weil es so voll war an dem Tag. Achso. Wie lösen die das? Also Greenscreen, hast du da drei oder vier Kabinen sind da, glaube ich, gewesen. Genau. Kannst du auf den Besen setzen und dann kriegst du noch einen Umhang um und alles. Ja, dann hast du da die ganze lange Tafel, wo sie nachher in dem letzten Teil sitzen, wo dann hier ganzen Todesser sitzt mit Voldemort, wo der Nagini sozusagen die eine Lehrerin tötet. Dann hast du Umbridge Büro, dann hast du das Zaubereimysterium da, dann hast du den Friedhof da als Kulisse und dann geht's, und da wird's schön, dann geht's in den verbotenen Wald. Ah. Ja. Und der ist wirklich schön. Da ist auch cool. mit herunterkommenden Spinnen und so. Ja. Ja, genau, der Hippogreif ist noch da, Seidenschnabel, der verbeugt sich vor dir, wenn du dich verbeugst. Und das nach dem Wald kommt man auf den Bahn. Der kommt erst in Giftshop. Also kommt einmal der Schenkelan und gegenüber wartet der Zug. Ja, genau, dann kommst du auch und waren das nur ein Dreiviertel. Ist das wie so eine geführte Tour eigentlich oder kann man da frei? Nein, du kriegst die Begrüßung und dann ist könnt ihr hier durchlaufen. Mhm. Und ist natürlich, ich glaube, alle 20 Minuten oder so kommt dann die nächste Gruppe von hinten nach und dementsprechend ist natürlich auch. Achso, verteilt sich aber trotzdem ganz gut. Also wahrscheinlich genau, je nachdem, welche Jahreszeit man wählt und so, ist dann vielleicht auch mal ein bisschen weniger und dass man sich. Na gut, ich muss mir das gar nicht voller vorstellen. Wir waren schon in der Randsaison da. Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann kann man das nur drei Viertel, dann kannst du durch den Zug auch alles gehen, in den Aufwärtsexpress, dann hast du wieder eine Fotoschau, die haben wir mitgemacht. Das war das mit den Dementoren im Zug. Sitzt sozusagen im Zugabteil und dann hinter dem Fenster ist auch wieder Greenscreen, sodass dann Fotos gemacht werden und dann hast du da so. Alles war auch ganz witzig. Gewesen. Genau das und dann. Dann kommst du schon, dann ist erstmal eine Pause, dann hast du sozusagen hier die Fressbuden. Es ging aber immer noch, der Zug auf der einen Seite, das zum Setzen auf der anderen, dann kommst du einmal ganz kurz nach links, da war auch noch waren da die Figuren nochmal irgendwas? Nee, danach gab es schon das Butterbier und alles als Ausschau. Ja, wenn du rechts gehst. Dann geht's, das ist das Ende vom ersten Studio. Naja. Dann haben wir Butterbier getrunken und es entspannt und dann sind wir weiter raus und dann kommst du. Da geht's kurz nach draußen, da ist hier der Private Drive, also Lego ist der Weg. Genau. Das Haus und der Bus steht da, der fahrende. Also das Wohnhaus ist durch. Ich habe mich da schon gefragt, ob du grad irgendwas davon. Zwischendurch schon, aber okay. da jetzt mal gar ja, nicht. Okay. Also das Wohnhaus sozusagen von den Dursleys, was auch am Anfang des Films ist, dann steht daneben gleich ganz groß hier der dreistöckige der Bus. Was aus dem dritten Teil? Drei Stockwerke hatte das. Dann hast du da die hängende Brücke. Genau, die Brücke ist. Genau, das war, ja. Und dann hast du da das Schachbrett, die ganzen Figuren da aufgereiht. Das war geil. Also, es war schön. Das ist in den letzten Teilen, oder? Nee, der Schachbrett ist im ersten. Das wirst du gleich sehen. Dann hast du alle so aufgereiht und dann gehst du rein und hast du da diese ganzen Modelle. Dann hast du da sozusagen von den einzelnen, von Clem Voldemort aus Teil 1, aus dem letzten Teil, wer sich da noch bewegt, dann diese ganzen bewegenden Figuren, dann hast du Dobby da, dann hast du die ganzen, hast du den Testral da, dann hast du, also eigentlich diese so ganzen fantastischen Tierwesen da. Halt hängt da über einem. Denn der Aragog ist nochmal da untergebracht. Dann hast du den Werwolf da, als du schon. Und dann hast du vorhin, was ich beeindruckend fand, dass du diese ganzen Modellzeichnungen halt auch und dann halt, das wird dir wahrscheinlich jetzt nicht so viel sagen. Ich spreche jetzt mal zu Christine. Okay. Dann bin ich mir auch in Zukunft. Aber am vierten Teil ist es ja so, dass die auch unter Wasser sind und da haben sie ja diese ganzen Modelle, wo sozusagen auch sie so Stillstand haben. Mhm. Ich habe immer gedacht, das ist eine Computeranimation, das waren dann echte Modelle und da haben sie sozusagen wirklich dann auch Danny Radcliffe da komplett 1:1 nachgestellt und der sieht aus wie man dann plus so ist, nur besser. Also das ist wirklich, wo du denkst, der Danny Radcliffe steht vor dir nur mit geschlossenen Augen. Und das ist dann auch so lebensgroß und das war schon ziemlich stark. Und man konnte als Motion Capturing Dobby bewegen. Also es ist hier wie dieses, Dance-Dinger bei PlayStation. Man hat viele so. Lustige Punkte an sich. Hier so und dann kannst du so und dann siehst du, wie sich der Hauself bewegt halt. Ja genau, und hebe mich genau auch. Und dann war halt auch dieser kleine Bündel von Voldemort, was zum Schluss der letzte Horcrux von Harry, wie den konntest du auch bewegen, dass der so ist. Und danach kam dann das Ding, dann kommst du in die Winkelgasse und das war der Hammer. Du kommst erstmal rein, hast dann am Anfang hier so
ich sage jetzt mal als Modell, so die Gringotts-Bahn, die ist dann halt so vielleicht 40 Zentimeter hoch, so das ist ja wirklich nur ein kleines Modell gewesen. Mhm. Gehst um die Ecke und auf einmal bist du wirklich in der Winkelgasse. Mhm. Also wirklich so, wie sie aufgebaut ist, alles 1:1 und gehst ja wirklich lang mit diesen ganzen Figuren, dann halt auch dem Giftshop der Weasleys nachher, wo die Figuren sich dann so drehen und alles und die ganzen Zauberstäbe sich bewegen und alles, was so ist. Und die Kinder waren da halt so begeistert. Ja, die Kinder, ja, du ja. warst. Das Kind in Kali auch. Ich konnte da auch nicht raus. Das war so schön, das war so toll. Das war wirklich, du hast das Gefühl gehabt, du bist wirklich angekommen in einer anderen Welt, weil du halt auch nichts mehr gesehen hast, was so nicht, also was jetzt nicht dazugehört. Sonst hattest du ja immer noch gesehen, da hing eine Figur und da, das war eine Ausstellung. Ja. Und das war wirklich was reell sozusagen da. Das war Wahnsinn. Ja, ein paar Fotos haben wir auch noch auf dem Handy. Sonst also konnte man auch Zauberstäbe kaufen, oder was? Zauberstäbe, ja, du kannst alle Zauberstäbe kaufen, also von allen Charakteren, die mitspielen, aber ja, doch, da auch. Ja, aber das ist doch die Winkelgasse, das ist ja richtig eine Erinnerung. Genau. Ja, alles da, genau. Und die, das ist dann auch belebt, also da arbeiten dann quasi du hast dieses Set, aber du hast, glaube ich, glaube, da war auch, das, das habe ich jetzt gedacht, das ist zum Leben zu erwecken. Ah, John Hurt, hallo. Wenn jemand da aussieht wie John Hurt, die ganze Zeit für 50 Euro in Plastik. Also es ist halt die Gasse und dann ist aber, glaube ich, es war mit einem Geländer vor den Häusern jeweils noch, ne? Ja, ja. Also es war so, dass du nicht, bloß nicht da noch alles antatschen. Nicht das noch mitnimmst. Aber ich fand das auch so toll, weil die richtigen Hardcore-Fans hatten dann halt ihre zu den Häusern gehörenden Umhänge auch getragen und Zauberstäben sind natürlich so durch die Gegend gelaufen und das hat natürlich dieses Flair auch noch verbreitet. Dann ist es belebt. Ne? Zu welchem Haus gehörst du denn, um jetzt mal diese Pottermore-Kurve zu kriegen oder hast du da was vorbereitet, was wir später dann aufgreifen? Nein, ne? Nö. Gut. Also ich bin ein Ravenclaw. Auch mit Stolz. Obwohl ich ja finde, dass Ravenclaw sowohl in den neuen als auch in den alten Filmen total unterpräsentiert ist. Ja, die kommen nicht so richtig vor. Und wenn, haben wir keine guten Beispiele. Aber gut, außer Luna, die nicht mal außen vor. Der jetzt im ersten Teil, gucken wir, ist ja dann auch Professor Quirrell, der Magier, also der erste Lehrer gegen die dunkle Künste. Und das ist auch ein Ravenclaw. Also, ja, aber ich glaube, das weiß gar nicht, ob das im Film auch gesagt wird. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Und was ist dein Patronus? Mein Patronus ist ein weißer Schwan. Ganz ungewöhnlich. Flatter. Ja. Aber wir müssen noch ganz kurz diese Tour abschließen. Nach der Winkelgasse. War das dann schon nach der Winkelgasse mit? Da kamen die ganzen Graphic, ne? Also diese ganzen Set-Designs und diese riesen Ausstellungen an Figurenzeichnungen, alles, was man auch in meinem Buch drin hat. Ne? Zumal alles. Und dann kamen die Modellbauten und dann kam mein Herz, setzte aus. Dann kam der große Abschluss. Oh ja, da war ich total fertig. Ich hab gar nicht gerechnet. Du guckst dir die ganzen Zeichnungen an, die ganzen Modellbauten an. Also ich überlege. Ein paar Modelle, alles mit Teilen, dann gehst du um die Ecke und dann stehst du. Warte, wie war der Raum so groß wie der Saal? Was würdest du sagen? Oder größer? Nee, der war größer. War größer, ne? Der war vielleicht doppelt so groß. Ja, kommst du um die Ecke. Dann stehst du vor Hogwarts. Ja, kannst du einmal drumrum gehen eben. Ja. Und, okay. Und das ist halt in allen Jahreszeiten belebt, also sozusagen, die gehen von der Beleuchtung Tag, Nacht ist immer durch und die gehen alle vier Jahreszeiten durch, dass dann Schneid drin, Schein ist und dann halt die Beleuchtung und das ist, oh, ist das fantastisch und drumherum, und das ist halt so ein Geländer rumgebaut, das Ding ist ja auch so hoch wie die, jetzt hier das Kino, ist dann sozusagen zweietagig gehalten, dass du von oben rauf gucken kannst, dass du auf eben Erde stehst und im Geländer selbst sind dann halt noch Monitore dran, ne? Und da siehst du halt ganz genau so zu einem Zeitreffer zusammengesetzt, wie sie es dem detailgetreu aufgebaut haben alles. Und das ist schon sehr, sehr stark. Das fand ich echt toll. Ja, und dann war ich da gefühlt ewig. Dann hat Max mich nicht so schnell weggekriegt. Und dann ist schon der Abschluss der Tour. Dann gehst du raus und dann kommst du in einen Saal voller Zauberstabverpackung. So sieht aus wie bei Ollivander. Und auf jeder Zauberstabverpackung stehen dann alle Beteiligten darauf. Die Schauspieler, die Set-Designs, also jeder hat seinen gewidmeten Zauberstab als Hommage am Ende. Kompletten Credits. Ja, und dann kommst du raus und dann bist du in dem größten Gift-Shop, den ich je gesehen habe. Wo man anscheinend das schon 1000 Fotos machen kann. Ne? Also das war Wahnsinn. Das war ein Riesending. Und da gab es alles Mögliche. Alles. Total. Und hast du dir was gekauft? Ja. Das möchte ich nicht alles auf. Okay. Das reicht schon als Aussage. Ich bin auch dreimal wieder rausgelaufen, dann bin ich wieder reingelaufen, weil ich dachte, aber hast du die Chance noch? Wir haben noch Zeit. Ja, und dann waren wir noch was essen in der Kantine vorne. Und dann draußen stehen auch nochmal die ganzen, vom Studio selbst nochmal diese ganzen Schachbrettfiguren. Also nochmal aufgebaut, so der König und die Dame und alles. Und dann sind wir auch weiter. Und das war der Tag. Aber das war echt schön. Und bei King's Cross war natürlich auch, da ist ja auch nochmal der Harry Potter Shop mit dem Gleis 9 3 Viertel. Kann man sich auch fotografieren lassen, das haben wir auch gemacht. auch da geshoppt. Ja,
Das war der Londoner Teil. Ja, ja, schön. Nee, aber war auch wirklich schön. Also wenn du in London bist, dann merkst du halt schon sehr stark, dass Harry Potter sehr präsent ist. Mhm. Also du hast ja gewisse Sachen, die immer aufkommen, wie Jack the Ripper oder Sherlock Holmes oder die ganzen Musicals. Das kennt ihr ja selbst, ihr wart ja auch schon da. Aber Harry Potter fand ich, war ja schon sehr stark präsent. Auch von den Leuten, dass die halt alle so diese Umhängetaschen getragen haben, teilweise halt auch ganz viel Merchandise auch an sich hatten. Denn sind auch aus aller Welt die Leute gekommen und waren total durchgedreht und das war schon ziemlich cool. Und wir hatten ja auch am letzten, den einen Tag hatten wir ja auch mit Matthew noch hier diese Tour gemacht zu den ganzen Filmschauplätzen in London von Film und Serie. Also nicht alle natürlich. Ja, nicht alle, aber so die aktuellen Dinge, und da war auch unter anderem Harry Potter dabei gewesen, wie sie in die Winkelkasse reingehen. Das ist dann halt auch nochmal in der Innenstadt gehalten. Das war auch nochmal so eine kleine Erinnerung daran. Hm. Ja, stimmt. Mhm. Ja, wir sind also dezent verbunden mit diesen Filmen. Dann gucken wir mal, wie das zumindest im Film angefangen hat. Aber ich kann mich erinnern, dass schon auch die Bücher einen enormen Hype ausgelöst haben. Also ich kann mich gut erinnern, wie um mich rum, ich war, glaube ich, gerade in der Erzieherausbildung, ganz viele Mädels meinten, also du musst das lesen, das ist richtig gut so. Also war auch so, dass, also ist jetzt auch nicht irgendein Kinderbuch und A und O und so. Und dann war das wahrscheinlich, also mir war das, glaube ich, dann noch nicht klar, aber klar wurde das dann verfilmt, so. Ne? Und alle ahnten schon, das wird wohl noch, da gab es ja schon, genau, sagst du ja schon, drei Bücher gab es schon, als der erste Film kam, und es war, glaube ich, schon absehbar, da kommen noch ein paar. Und ja, letztes oder vorletztes Jahr, wann ist das zu Ende gegangen, die Reihe? So. Nee, schon wieder mehr. Das ist ein paar Jahre her, ja. Na gut. Also es war noch, bevor die neuen Star Wars Filme kamen, also kannst du schon wieder so. Oh Gott. Naja, ich habe sie jedenfalls erst letztes Jahr zu Ende geguckt. Also ich glaube, es ging 2001 los, ne? 2001 war der erste, ja. Ich überlege gerade, ob 2000, wann. Also ich würde schon in den 2010ern schon noch, aber... Das habe ich mal recherchieren müssen, aber es ist schon etliche Jahre her. Guck mal, jetzt ist ja auch schon Fantastische Tierwesen schon wieder 2 Jahre her, der erste. Und der war ja auch noch spannend zwischen 3 Jahren. Wir können vielleicht 2014 vielleicht, dass jetzt 2014 zu Ende gegangen sein kann. Kommt das hin? Ich würde eher 12, 13. Naja. Das ist schon eine Weile her, ja. Aber ich fand es halt ganz toll damals immer eben, ich habe ja eh diesen Faible für diesen britischen Dialekt, dass sie halt auch so wirklich zum Großteil auch Briten gecastet hatten und so dieses Flair aufleben lassen hatten. Das fand ich auch ganz toll in den Film. Und ich habe zum Beispiel auch wie Christian am Anfang gedacht, oh, das ist blöde Kindergeschichte. Ich habe den halt noch nicht verstanden. Naja, ist so. Das hat Christian gar nicht gesagt, dass er das jetzt. Nee, aber ich weiß, dass alle mich um das gelesen hatten. Mich hat es überhaupt nicht interessiert. Ich habe den ersten Film auch total überhaupt nicht beachtet gehabt. Und dann, als der zweite auch draußen war, damals hatten wir noch Premiere gehabt. Und dann hatte ich mir den angeguckt durch Zufall. Und dann war ich sofort geflasht und habe gedacht, was? Das ist ja Wahnsinn, was die alles auf die Beine gebracht haben, diese Gesamtkomposition, dass ich sofort in diese Welt reingesogen wurde. Und damals konnte man ja sogar noch, wenn ein Film ganz neu rauskommt, bei der Premiere sozusagen einmalig nochmal einen kleinen Betrag zahlen, dass man den schon mal freigeschaltet kriegt, obwohl er noch nicht draußen war, richtig? Und dann habe ich damals die Kamera des Schrecks noch angeguckt, war ganz begeistert und hatte dann eine Freundin gehabt, die wieder eine Freundin gehabt hat, die totaler Harry Potter-Fan war, und von der hatte ich mir dann jeden Abend immer die Bücher geholt vom Gassi gehen, habe mal ein Buch geholt, den dann am nächsten Tag habe ich den ausgelesen, ich dachte wieder hin und habe den dann sozusagen bis zum 4. war das dem Zeitpunkt dann gelesen und habe dann nachher, in diesem war ich so gefangen, dass ich dann nachher, wie glaube ich jeder Harry Potter-Fan, immer schon die englischen Vorbestellungen hatte und dann nur auch immer Englisch gelesen, dann wieder Deutsch gelesen und was weiß ich was. Und ja, dann versucht habe, immer noch die vom ersten Buch immer jedes Mal neu zu lesen, bis ich dann ab dem 6. aufgegeben hatte, dann bin ich dann gleich so rein. Also das war schon toll. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, das waren dealerartige Szenen, die sich abgespielt haben, wie die Bände hin und her gereicht worden sind. Ja, das habe ich tatsächlich aber eher dann so medial mitbekommen, ne? Wir stehen ja schon die Nacht über vor dem Buchladen an oder so. Da habe ich mich da auch noch nicht so für interessiert. Ich habe dann auch später, also viel später erst die Bücher gelesen und vor allem auch die Hörbücher gehört, die ja auch ziemlich großartig umgesetzt sind. Weißt du, wer die spricht? Also im Deutschen ist es Rufus Beck. Mhm. Großartig. Und ich habe auch eine englische Version davon gehört, da weiß ich aber nicht mehr, wer es war, aber es war auch sehr gut gemacht. Okay. Mhm. Mehr als einfach nur vorgelesen. Ja, also ist unglaublich, wie ein Mensch so viele Charaktere zum Leben erwecken kann. Das ist wirklich sehr gut. Dann gucken wir uns jetzt mal an, wie das ein ganzes Schauspielensemble gemacht hat. Ja, sehr gespannt. Und dann hören wir uns ja gleich wieder. Jo, na dann. Bis gleich. Bis gleich. Ja.
schon wieder zurück. Haben wir eigentlich schon gesagt, auch explizit den Filmtitel, den wir heute geschaut haben? Oder haben wir einfach nur also mir ist Harry Potter zwischendurch mal rausgerutscht und du darfst jetzt natürlich nochmal in voller Länge. Wir haben geschaut Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter and the Philosopher's Stone im Britischen und Harry Potter and the Sorcerer's Stone im Amerikanischen, glaube ich. So. Nein, wirklich? Ach, darüber bin ich, glaube ich, sogar schon mal gestolpert bei den Büchern, dass ich dann gedacht habe, kenne ich den Teil nicht? Ah ja, interessant. Da haben die sich unterschiedlich benannt. Ich habe jetzt hier noch einmal mitgebracht, oder wir haben hier noch Überbleibsel aus London, Harry Potter. Harry Potter, Bertie Bott's Every Flavor Beans. Yay. Earwax. Aber gibt es jetzt auch einen, der so schmeckt wie Spuck? Also es gibt hier an der Seite gibt es theoretisch das die Auflösungen. Das sagt man danach, nicht davor. Wer möchte zuerst? Ach so. Am besten Lind reingreifen und schrauben uns Sachen. Ich nehme den roten, der ganz oben ist. Ja, ich krieg bestimmt Earwax jetzt, pass auf. Sieht schon so aus wie Earwax. Also kann ich gerne die Farbe auch so versuchen zu merken. Dann kann man das sehen. Ich habe so dunkelgrün. Ich habe dunkelrot. Oh Gott. Mein schmeckt nach Kaugummi. Meins schmeckt. Oh. Soll man das dann weiter essen? Ist das gesund? Ich glaube, ich habe Dreck. Achso, hier gibt es noch mehr. Mhm. Ich habe das da. Was ist das da? Ich kann es nicht lesen, verdammt nochmal. Das ist weiß. Wer kann das lesen? Warte mal, welches ist das? Das ist ganz links. Ganz links, du hast wirklich Ohrwach. Das schmeckt auch wie Ohrwach. Earwax, ja, tatsächlich. Ich habe so ein was rötliches, das eher, ich würde sagen, es schmeckt ein bisschen scharf. Leuchtend rot. Kommt auf an, sag mal, es können zwei Sachen sein. Eher ein bisschen scharf. Dann hast du Zimt. Zimt? Hm? Mhm. Schweinger. Was wäre die Alternative? Kirsche. Nee, Kirsche ist es nicht. Und du? Ich habe diesen. Aber nach Zimt schmeckt es auch. Grün eher. Ich habe den da, was ist das? Gras oder grüne Apfel habe ich. Was habe ich? Ich habe. Aber Womit war jetzt Wurst. Nicht wirklich dabei. Wurst. Schmeckt wie Dreck. Sehr gut. Doch, ich glaube, ich Womit ist eine Frage der Haltung und Lebenseinstellung. Womit ist auch dabei. Ich weiß, Seife war auch immer sehr... Womit weiß ich, wie es aussieht. Das habe ich mir nie getraut. Das habe ich mal meinen Kollegen gegeben und der ist dann danach spucken zum Klo gerannt. Ja, also ich weiß gar nicht, ob Womit noch schlimmer sein kann als Earwax. Das möchtest du testen? Sagen. Wir haben einmal Womit drin. Nein, wie soll ich denn das jetzt testen, nachdem ich schon Earwax im Mund hatte? Danke. Geht uns ja. Ich habe ja noch Glück gehabt. Aber du kannst mal Womit kosten. Danke, Mann. Los, Max, mach mal. Das ist jetzt, glaube ich, ein anderer. Was? Was? Eine zweite Runde? Ey, das ist ja wohl ein Witz. Das hat ja echt nicht Womit gekostet. Das kann doch nicht sein. Du, ich habe die Reaktion gesehen. Ja? Das wollte ich nicht erleben. Lemon, aber. Na, jetzt machst du mal gute Griff oder was? Vielleicht hat das nah neben dem Womit gelegen. Ja. Wie schmeckt denn Earwax, Christian? Wirklich wie Womit, würde ich sagen. Kann mir nicht vorstellen, dass das noch schlimmer geht. War wirklich unangenehm. Noch eine zweite Runde probieren? Ich kau noch an der ersten. Ich werde ja nicht ein zweites Mal so viel Pech haben, ne? Womit! Guck dir vorher an, welche Farbe du hast. Nicht bescheißen. Ich komme da jetzt nicht ran in meiner Position hier. Guck mal, ich schüttel mal hier so ein paar vor, da kannst du dir... Die Farben sehen schon alle so komisch aus. Ich will das nicht. Ich würde dir ja helfen, aber ich kann echt diese kleine Schrift auf dieser Packung nicht lesen. Also ich lasse jetzt diesen, der wie Womit aussieht, den lasse ich jetzt weg. Was hast du jetzt? Na, das ist so lila. Wurst. Salami. Das hier. Also Womit war gerade ganz oben, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe ganz viel entspannt daneben gegriffen. Dirt. Also es könnte jetzt Dirt sein. Oder was heißt das hier unter dem Braun? Das heißt Wurst. Wurst oder Dirt? Oder beides. Dirt. Du kannst ja nicht zweimal so viel Pech haben. Sagtest du das nicht gerade? Also es gibt da jetzt coole und nicht coole? Ja. Ja. Also grüner Apfel ist total entspannt. Könntest auch Gras erwischen. Gras ist lecker, muss ich sagen. Ja. Gras kann ich lesen. Gras ist mir echt ein bisschen zu klein. Ja. Aber du bist mutig. Ja. Na gut, er soll eins jetzt zweimal. Aber nur weil ich gedacht habe, einer von euch probiert jetzt Womit. Mach ihn. Okay. Schön. So. Also ich hatte mal kurz recherchiert in der Pause und 2011 kam der letzte raus. 2001 der erste, 2011, also kam wirklich fast jedes Jahr einer raus. Jetzt fühle ich mich sehr alt, dass ich gedacht habe, dass das quasi vorgestern war.
So, Christine, denk mal eine kurze Zusammenfassung des Inhalts. Ja. Aber das ist, finde ich, echt ziemlich eine gute Sache mit dem Inhalt, weil ich auch, normalerweise kommt jetzt die Inhaltsangabe und dann finde ich aber bei diesem Film kann man eigentlich ziemlich gut sagen, es vergeht einfach nur ein Schuljahr. So. Und die Handlung, die setzt ja, weiß ich nicht, nach Gefühl zwei Dritteln irgendwann mal ein, so richtig. Also das ist ja wirklich so dieses, hier ist Harry Potter. Ja, Harry, du bist jetzt 11 Jahre, jetzt bist du ein Zauberer und ja, jetzt geht dein Schuljahr los. Aber jetzt so konkret wirklich mit dem Stein der Weisen und so, natürlich wird das mal angedeutet und dudeldum, aber so richtig, ist das dann mal ernst wird sozusagen, das dauert ja sehr lange aus meiner Sicht. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, wenn man überlegt, worum geht es in einem Film, ne? Also ich fand sozusagen, nach zwei Dritteln fing dann der Teil an, weswegen ich mit großer Mühe mir all die anderen Teile angeguckt habe. Also den Kram, den man dann immer machen muss, weil das ja Fantasy-Filme sind so und dann gibt es immer komische Handlungen so. Aber ich finde das schon interessant. Also ich habe den sehr gerne die ersten zwei Drittel geguckt. Also Welt entdecken quasi. Ja, genau. Mhm. Und auch gemerkt, ach, das ist auch so nervig an Filmserien, dass man das ja quasi nur in der ersten Folge, quasi in der Pilotfolge hat und danach man ja zwangsläufig immer nur eine Fortsetzungsgeschichte schreiben kann. Aber man kann nicht mehr zum ersten Mal in diese Welt gehen. Und das ist wirklich ziemlich gelungen. Also habe ich gerne geschaut. Also da könnte man schon auch noch ein bisschen mehr erzählen. Ich habe viel drüber nachgedacht. Hatte vorhin Christina auch gefragt, ob sie ein bisschen was Biografisches über die J.K. Rowling kennt, weil es ist schon interessant, was die für eine Waisen- oder Pflegekindwelt da so aufmacht. Ne? Also es ist ja auch ziemlich heftig, was der Harry Potter da so am Anfang erlebt. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr im Kopf gehabt, wie sozusagen sein Leben mal anfing. So, ne? Also bevor er dann mit 11 endlich zu den coolen Kids gekommen ist. Aber es ist irgendwie auch diese typische Märchendramaturgie, oder? Also wir haben jetzt hier über die Weihnachtstage 1 Million Märchen geguckt und das arme kleine Stiefkind, das irgendwie Aschenputtel oder Schneewittchen oder wer auch immer, also sozusagen das missachtete, ungeliebte Kind, das sich irgendwie durchschlagen muss. Weiß jemand was Biografisches über die Gebrüder Grimm und über ihre Eltern, was denen zugestoßen ist? Nee, die haben das ja nur aufgeschrieben. Die haben die Märchen. Aber warum haben sie es aufgeschrieben? Disney so. Ja, also bei Rowling weiß ich eigentlich auch nur, die war, glaube ich, Sozialhilfeempfängerin irgendwie so und hat dann aus Versehen mal ein gutes Buch, die Geschichte entwickelt. Und jetzt ist sie nicht mehr ganz so sozialhilfeabhängig. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es etliche Anläufe brauchte, das Buch loszuwerden. Also, dass sie etliche Absagen bekommen hat. Ja, also das habe ich auch gelesen und dass sie halt auch sehr glücklich war bei den ersten Absagen, weil sie damals dachte, alle großen Autoren sind beim ersten Mal abgelehnt worden. Machst dich dann später gut mit Geschichte. Ja, ja. Ich weiß nur, dass sie halt damals im Urlaub in Portugal war mit ihrem Mann und dann irgendwie hat das so gekracht, dass sie mit ihrer Tochter dass sie für eine Scheidung entschieden hat und nach Hause gefahren ist im Zug und im Zug nach Hause hat sie die Idee gehabt, sozusagen, also aus einer schlimmen Krise heraus und versucht das zu verarbeiten. Mhm. Okay. Ist dir das Biograf, also hilft dir das bei der Einordnung? Hilft es euch? Ja, aber dieses Eintauchen in die Welt, das ist auch, also da komme ich eigentlich auch ziemlich gut mit klar, so insgesamt. Das ist auch, das ist ja auf mehreren Ebenen geschehen. Das ist zum einen eben von den Lokalitäten her sozusagen, die unbeschriebene Tür, durch die man dann geht und dann in einer anderen Welt ist, weil die auch alle anders rumlaufen und keiner Strom nutzt, sondern nur kleine Flammen und dementsprechend die Schüler auch alle schlechte Augen haben nach 2 Schuljahren, weil da keiner mehr außer als Sonnenlicht und 2 Flammen hat. Ja, und die Musik macht auch ganz viel aus. Also habe ich heute nochmal sehr stark gemerkt, so die einzelnen kleineren Themen, so die sich unter dem Hauptthema so auftun, dann eben für die verschiedenen Orte, für die verschiedenen Unterrichtseinheiten und so. Also da schwingt dann immer noch gleich doppelt so viel mit dann so dadurch. Ich finde das auch erstaunlich. Ich habe den Film ja jetzt schon einige Male gesehen. Das ist das erste Mal auf der großen Leinwand und ich fand, das hat einen riesengroßen Unterschied gemacht. Also ich habe echt gedacht, boah, ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe den Film das erste Mal
weil da gewisse Sachen waren, die ich, also nur so kleine Sachen, die auch nicht mehr unbedingt wichtig waren, aber die habe ich zum Beispiel vorher auf dem Fernsehen nie wahrgenommen. Wenn im Hintergrund sozusagen der in der Szene reingefahren wird und dann sich im Hintergrund schon eine Figur sich bewegen, irgendwie die nachher gleich wichtig wird, das ist mir vorher nie aufgefallen. Das ist mir heute dreimal aufgefallen. Genau dreimal. Nicht naja, viermal, nicht so. Nee, dreimal. Aber das ist mir jetzt, wo ich dachte so, ach krass, ja, ich habe den Film so oft gesehen, warum ist mir das nicht gewahr? Ich finde halt, dieses Eintauchen in diese Welt ist wirklich magisch. Es ist natürlich so, dass er ja nur auch wirklich ein ganz furchtbares Leben vorher führt und nicht mal weiß, warum er so behandelt wird. Und dann wirkt das natürlich wie ein riesengroßer Rettungsanker, wenn er dann da reingezogen wird in diese ganzen magische Welt und von etwas Neues ist und doch mal was Besonderes ist, nicht mehr der Unwichtige. Und ich finde das unglaublich schön, also wirklich schön berührend auch dargestellt für ihn, diese Euphorie, die er erlebt, sozusagen ihn und ihn die ganze Zeit begleitet, indem er jetzt auf einmal Freunde findet, indem er merkt, dass er gut im Sport ist, dass er halt sozusagen seine Talenten finden kann, dass er auch überall bekannt wird, dass er langsam auch endlich mal die Brücke schlägt zu der Vergangenheit seiner Eltern, wenn es einem ledig passiert. Und ich finde auch die Scores von John Williams unglaublich schön gemacht. Also ich finde, ich finde die Bilder schon schön. Wenn er die Scores noch einsetzt, dann kriegt man auch teilweise richtig Gänsehaut-Feeling. Also ich finde das auch wunderbar. Also ich habe mit dieser Einführung sozusagen, dass sie sich da wirklich Zeit lässt in allen Ebenen, überhaupt gar kein Problem gehabt. Ich finde das total schön gearbeitet, muss ich sagen. Hm. Und das, was du sagst, dass du auf der Leinwand so kleine Details entdeckt hast, die du noch nicht vorher gesehen hast. Ich habe auch gedacht heute, es ist so umfassend. Also es ist so gut durchdacht, diese Welt. Ne? Ich habe kaum irgendwie mal das Gefühl, da haut was nicht hin oder so. Die ist so, also wirklich so durchdacht und so rund, dass man wirklich gut eintauchen kann. Ich glaube, es ist jetzt nicht, natürlich ist es nicht mehr ganz so wie beim ersten Mal gucken oder beim zweiten Mal gucken, wenn ich dann denke, ach so, ja richtig, jetzt kommen ja noch die Eulen und das wird noch erklärt und das wird noch erklärt und so. Aber ich finde auch, dass er, also so wie du es gesagt hast, dann ein bisschen schwächer wird, wenn es quasi an die Lösung des Rätsels geht. Aber diese Welt, die da aufgemacht wird, die Bilder, die Darsteller sind auch groß. Also wenn Snape da das erste Mal auftaucht und der erzählt ja ganze Bücher mit seinem Gesicht irgendwie nur, ne? Also es ist so toll besetzt. Wenn man dann irgendwann schon mal alle Filme geguckt hat, kann man natürlich noch mal ein bisschen schmunzeln über die Kleinen, wie sie sich so nach und nach reinspielen in die Filme. Aber es ist so fantasievoll und ja, so in sich geschlossen, diese Welt. Bin da immer wieder fasziniert, wie das funktioniert. So. Ich finde, das ist auch so one of a kind. Also es ist wirklich, also ich hätte ja zum Beispiel, nach Harry Potter kamen ja noch ein paar andere Serien aus dem Boden gestampft, so wie Percy Jackson oder was kam denn noch? Aragorn, würdest du noch? Kann gut sein, weiß ich nicht. Aragorn habe ich nie gesehen. Aber es ist auf jeden Fall, auf dem Zug dieser Fantasy-Welle wurde ja wieder einiges produziert. Jetzt nicht im größeren Maße wie jetzt in den letzten Jahren, aber und ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass er das vorankam. Also ich hatte immer das Gefühl gehabt, auch das Thema Zauberer ist ja nicht unbedingt Neues, das gab es ja schon vor Ewigkeiten. Aber das ist in dieser Art, finde ich, gibt es nichts Vergleichbares. Für mich persönlich. Also das nächste, was ich dann auch als großes Franchise sehe, was fantastisch für mich ist, ist Herr der Ringe und das ist ja ein ganz anderes Ding wieder. Das ist ja eine ganz andere Welt wieder. Ne? Aber so genau dieser Bereich, das mit dem Kinderhelden, der dann so glaube ich versucht, wo man die ganze Metamorphose über die ganzen Jahre entwickelt, sieht, das finde ich schon stark. Also, das finde ich auch. Dass die alle schon da sind, ne? Die einen dann wirklich über 10 Jahre begleiten werden filmisch. Also auch die Kinder, dass sie diesen Cast auch so halten konnten, die meisten zumindest, dass die Filme so mit begleiten. Also das finde ich auch toll, wenn man es manchmal hat, dass am dritten oder vierten Teil einfach die Darsteller ausgewechselt haben. Genau. Man hat ja, guck mal, man ignoriert das zwar, aber man kommt halt, das ist ja trotzdem was ganz anderes. Aber dass man die wirklich so sieht, das ist wirklich, es gibt immer auch so als Zuschauer ein unglaublich heimliches Gefühl so. Und ich finde halt auch, wenn man so sozusagen die Reihe kennt und dann mal wieder von vorne anfängt, dann entdeckt man auch mal so ein paar kleine Easter Eggs, wo man denkt, oh, siehst du, das war dir, hast dir vorher gar nicht aufgefallen, weil das für dich keine Bedeutung hat und auf einmal hat es eine Bedeutung. So, das finde ich auch stark. Es ist bei Voldemort ist es noch nicht sozusagen Ralph Fiennes, nee, ne? Also, ist er noch nicht. Das ist noch irgendwas anderes. Ja, Harry, sein erstes Schuljahr, wo er Schlangen aus Zoos befreit und die Lehrer umbringt. Ist das nicht schön? Erfolgreich versetzt, würde ich sagen. Ja, aber du hast gerade mit dem Lehrer umbringen.
In der letzten Szene, da hatte ich so, als wenn er so die Treppe runtergeht, da hatte ich so ein Gefühl wie, jetzt könntest du auch einfach schneiden in Herr der Ringe und Frodo geht gerade in irgendeinem Berg irgendwie rein. Und dann erinnere ich mich, dass das war dann das erste Mal, dass ich neugierig wurde auf Harry Potter, als der im Kino lief. Da habe ich zu der Zeit im Kino gearbeitet und es kam aus dem Film reihenweise entsetzte Eltern mit ihren weinenden Kindern. Mhm. Der Film ist ja schließlich mit seiner FSK-6-Freigabe völlig falsch eingeordnet worden, also zumindest aus Sicht der Eltern. Also du müsstest halt nach der ersten Hälfte gehen. Ne? Also das Weltentdecken ist, glaube ich, für die Altersstufe in Ordnung. Aber dann, das stimmt, für Sechsjährige ist der schon... Schachspiel tut's weh und das zerfallende Gesicht, das finde ich, ist in einer Reihe mit Indiana Jones. Also, das ist nicht, oder überhaupt auch so ein halber Kopf, der da FSK an dem anderen 6 dran. Ja. Ja, oder? Wenn ich mich nicht alles täusche. Wir haben bei den ersten, also beim zweiten Teil haben sie ja dann noch irgendwie, ich glaube, x Sekunden noch rausgenommen von der peitschenden Weide, damit er wieder die 6er-Freigabe im Kino in Deutschland kriegt. Und aber jetzt bei den neueren Blu-Rays ist ja, glaube ich, unbeschnitten. Und ich hatte vergessen, dass es solche Szenen gibt, wie die dieser coole Wurzeln, die sie da so umfassen und umschlingen. So, das ist lang genug da, um auch Erwachsene ganz schön durcheinander zu bringen. Also mir geht es jetzt gar nicht um das Pädagogische, sondern einfach nur, das stelle ich mir wirklich lustig vor. Ich habe mir gerade so unsere kleinen Neffen und Neffen vorgestellt, so wenn wir mit denen jetzt hier drin gesessen hätten, das wäre lustig geworden. Ja gut, die sind auch noch nicht 6. Nee. Aber auch mit 6, ja, das stimmt. Wobei ich da auch, also das ist auch das Einzige, was ich so denke, als Kinderfilm eigentlich super, aber andererseits, okay, 2,5 Stunden, ne, das muss so ein Kind ja auch erstmal ohne Pause, ohne irgendwas so, das ist schon, also auf jeden Fall sollte es vielleicht nicht der allererste Film sein, den er dann sieht. Nee, das stimmt. Das ist schon ein ganz schönes monumentales Epos quasi, das da aufgefahren wird. Mhm. Ja. Ach, Harry Potter. Ja, ich finde es eigentlich auch, durchaus interessant. Also ein Großteil der visuellen Effekte erkennt man ja sehr deutlich. Aber ich finde, dass man auch immer noch mal merkt, dass doch irgendwie eben, was wir auch vorher gesagt haben, mit dieser Tour, dass da immer wieder Puppen und gebaute Sachen auch zum Einsatz kommen. Also bei dem Troll zum Beispiel ist er größtenteils animiert, aber das eben das eine Mal, wenn Hermine von den Toiletten unter das Waschbecken kriecht, dann sieht man so, weiß ich nicht, die Füße vom Troll bis zum Knie ungefähr und das sieht sehr echt aus. Also das war aus meiner Sicht definitiv ein Ding, was gebaut worden ist, was da stand. So. Also wahrscheinlich auch nicht viel weiter als bis zum Knie, weil der Bildausschnitt dann auch reicht. Aber dass sie dann eben was hatten, womit sie wirklich schauspielern konnten an der Stelle und so. Und dass das eben auch immer wieder vorkommt. Ich finde das witzig, jetzt irgendwie geguckt haben jetzt. Da habe ich gedacht, Mensch, man merkt schon, wie man sich an diese neuen visuellen Effekte gewöhnt, dass teilweise zum Beispiel der Troll schon sozusagen, wie er veraltet ist sozusagen der Technik oder wie er dann so auf dem Troll sitzt und so eher so die Gummipuppe-artig ist, ne? Was man eher aus dem Videospiel kennt. Und ich hatte letztens gelesen, dass Chris Columbus zum Beispiel mit dem Film an sich zufrieden war, aber halt diese visuellen Effekte ganz furchtbar fand. Er fand, dass das überhetzt damals umgesetzt wurde und nicht sozusagen nicht dem Zeitmaßstab angepasst damals war. Und trotzdem haben die damals einen Buff dafür die Special Effects gewonnen. Da konnte sich das gar nicht erklären. Ich finde aber zum Beispiel, dass das in diesem Film auch nicht so störend ist, weil du hast ja eigentlich relativ wenige Szenen, wo diese visuellen Effekte wirklich auffallen. Ich finde so die einzigen beiden, wo das wirklich ins Auge spricht, ist halt, ich fand jetzt zum Troll und Firenze. 24 auch sehr eigen. Wen? Was? Den Centaur. Genau, ach so. Im Wald. Naja, Quidditch, quasi vieles auf dem Besen, also wenn Neville dann an dem Ding hängt und runterfällt, Todesfalle Hogwarts, ja, könnte man ja auch erstmal einen entspannteren Besenunterricht machen oder so, aber nein, Neville fliegt dann von selbst gleich mal weg. Ja, also und wenn Harry da auch umherfliegt beim Quidditch-Spiel, ist das auch mal sehr komplett animiert. Ja, da war ich überrascht. Ich wusste gar nicht, dass das da schon so regulär passiert. Der Film fängt ja sehr, sehr schön vorsichtig an, so mit einer Katze, wo sich dann erst der Schatten sozusagen die Transformation zu sehen ist, um dann sozusagen wieder zum Menschen zu wechseln, ohne sozusagen den visuellen Effekt im digitalen Sinn, obwohl da ja der Schatten ja auch schon digital ist. Und dann war ich baff, dass es den ganz oft, genau, also komplett in 3D gibt, so, ne, also mit den menschlichen Figuren. Ja, ja. Sowas fällt dir nicht auf. Nee. Das ist nicht so beruhigend. Ja, genau. Ich denke da nicht drüber, also ich denke da wirklich nicht drüber nach. Ich weiß aber, glaube ich, auch zu wenig darüber, wie sowas gemacht wird, um
sehen zu können, was das jetzt gerade ist. Ja, du musst dir vorstellen, die Leute, die immer die 3D-Trolle machen, die sind immer total angenervt davon, dass sie jetzt immer einen echt gefilmten, auf irgendeinem so grünen Plastikmonster rumhüpfenden Schauspieler reinbasteln müssen. Den sagen dann lieber, ach komm, dann lass uns den dann gleich selbst komplett in 3D bauen. Mhm. Und dann müssen sie aber mal feststellen, dass ihnen Menschen in 3D halt nicht so cool gelingen, weil Menschen können Menschen ganz gut von Nicht-Menschen unterscheiden. Wenn wir beim Troll immer ein bisschen die Fantasie reinlassen und wir nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten haben. Aber schön, wenn du dann gar nicht merkst, dass da dann... Also ich denke da nicht drüber nach. Ja. Das ist für mich gar nicht wichtig, wie es gemacht ist. Also wenn jetzt was sehr holprig ist, fällt mir das schon auf, wenn die Kinder irgendwie zu Hagrid laufen und du siehst, dass sie dann, also wenn auf sie geschnitten wird, dass sie vor dem Greenscreen stehen und so weiter. Das nehme ich dann schon wahr, aber ist jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit, ist das jetzt digital? Diese Details, wenn du auf diese Füße da achtest oder so, das denke ich nicht drüber nach, dem Moment. Aber wie gesagt, ist ja auch viel eben noch so echte Gegenstände, also auch die ganzen Bücher oder die Szene mit der Levitation, wenn die Federn fliegen sollen, das finde ich wirkt zum, also denke ich auch so, na irgendwie müssen es ja gemacht haben und weiß nicht, ob es jetzt einer mit dem Lüfter die ganze Zeit da stand von unten. Aber das wirkt eben auch, würde ich nochmal, oder auch, finde auch die Szene mit dem Zauberstab ist natürlich da auch ein bisschen digital, wenn er den ersten da, wenn er die Schachteln aus dem Regal haut, aber insgesamt wirkt die auch eben durch die Lichtsetzung, durch Staub und Nebel oder was sie dann vielleicht noch ein bisschen reingepustet haben und so. Und auch wenn der Stab ihn dann aussucht und er wird so angeleuchtet und seine Haare fliegen los, um zu zeigen, hier, jetzt fließt gerade mal richtig Magie durch alle durch. Aber das wirkt eben. Also das, es geht auch ohne visuelle Effekte quasi. Oder nicht komplett ohne, aber es ist eben auch sehr viele noch Handarbeit. Also so wie eben auch die Winkelgasse ja komplett gebaut ist oder zum großen Teil da. Ja, ich muss auch sagen, dass ich einen Gänsehautfaktor, als ich das gesehen habe. Das ist, wenn man so denkt, boah, da sind wir mal lang gegangen. Das ist ja wirklich eine ganze Allee. Das hat schon was. Ja, und meine Vermutung, dass in dieser Winkelgasse sozusagen Gänsehaut drinsteckt, das hat dann auch noch was damit zu tun, was das ist in dem Film, ne? Also, und jetzt vielleicht mal reduziert auf diesen Moment mit, welcher Zauberstab ist denn deiner, ne? Und der Zauberstab sucht den Besitzer aus und nicht umgedreht. Das ist für mich der Teil, wo ich denke, das ist eine schöne Handlung. Also ich finde das sehr interessant. Also eigentlich, klar könnte man sagen, das ist ja alles nur die Exposition, so, ne? Und manche Filme tun sich ja wirklich richtig schwer mit Exposition, das ist kaum zu ertragen, weil es so erklärbärmäßig ist. Aber die Idee ist ja, ein junger Mensch, der dachte, er ist völlig unbedeutend, landet plötzlich in einer Welt, die ihn ganz bedeutungsvoll anschaut. Und ständig gibt es so Rituale, so, ne? Das ist ja so wie, naja, das, was wir so mit Jugendweihe oder ähnlichen Dingen machen, so, welcher Zauberstab gehört jetzt zu dir, ne? Also, und welche Kraft, ne? Also, ist ja auch interessant, also, wenn der Zauberstab etwas zerstört, dann gehört er nicht zu mir, aber wenn ich anfange zu leuchten, dann gehört er zu mir. Also, ich finde, da passieren sozusagen so scheinbar nebenbei und unterschwellig so schöne Sachen, wenn schöne Sachen erzählt, so, ne? Also, auch dieses sich umgucken und zu merken, ja, die Welt ist so ein bisschen wie die reale Welt oder die Welt, aus der ich komme, aber ein paar Sachen sind anders, ne? Oder sind überdrehter. Also die Bankleute, die man ja eh mal ein bisschen wichtelig findet, so, die sind dann richtig klasse. Kurz ein bisschen überlegt. Na, nicht, dass das auch noch antisemitisch verstanden werden kann, aber das ist dann mein eigener. Aber es ist wirklich so diese Idee auch von also so einem Bergwerk voller Tresore, ne, die in denen große Goldhaufen drin sind. Das sind so eine, wie soll ich sagen, also quasi genau sozusagen so wie diese 9¾ Bahnstation nehmen wir einfach die Realität und drehen dann an der Schraube. Und dabei gucke ich aber die ganze Zeit einem 11-Jährigen zu, was macht das mit dem und wie entwickelt er sich. Und deswegen gibt es wirklich einen Knacks bei mir, dann auch nach 2/3, wenn dann Hermine ihn so anguckt mit, naja, aber du bist ja hier der große Zauberer, denke ich, nee, Kacke, da hast du Film jetzt verkackt, das hast du nicht hingekriegt, dass ich das erlebt habe. Das ist also wirklich schade, dass ich denke, die ganze Zeit ist es so ganz in kleinen Schritten, gibt es eine Weiterentwicklung. Und dann macht's einen Sprung. Und den bracht's nur, weil jetzt die Action-Szene kommen muss, weil jetzt ist leider schon die Filmzeit rum, ne? Also es ist halt, ich hätte gar keine Abenteuergeschichte gebraucht, glaube ich, in dem
Ja und nein, würde ich an der Stelle sagen. Also du hast schon recht, da wird dann was behauptet, was noch nicht so ist. Aber es passiert ja in einer Welt, in der alle was über diesen Jungen wissen, was der Junge noch nicht weiß. Ja. Also alle anderen gehen ja davon aus, dass der was ganz Besonderes ist, nur er hat das irgendwie noch nicht so mitbekommen. Das ist schon nochmal was anderes. Aber ich spüre auch diesen kleinen Bruch, den du beschreibst. Also da verliert der Film ein bisschen was. Aber auch diese, also wenn du das so beschreibst mit dem Zauberstab und so, das finde ich so schön, dass das wird alles erzählt und es ist in sich stimmig und gleichzeitig weißt du, dass alles davon noch seine Bedeutung kriegen wird. Ne? Also das weißt du dann natürlich erst, wenn du bis 2011 durchgehalten hast und alle Filme kennst, aber das macht dir das Zurückschauen gerade so schön. Da ist schon so viel angelegt. Und ich habe aber nicht die ganze Zeit beim Gucken das Gefühl, das ist jetzt nur da, um schon mal für später angelegt zu werden, sondern es funktioniert eben auch in sich. Es hat auch da schon eine Bedeutung. Genau. Also auch wenn ich mir da noch nicht klar ist, wenn dem Phönix da noch eine Feder abgerutscht ist oder so, ne? Genau. Das verstehe ich dann auch als eine Anspielung auf noch Kommendes. Aber gleichzeitig hat es auch in dem Moment schon eine Bedeutung, ne? Nämlich die es für den Elfjährigen jetzt gerade hat. Das ist, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Kunstfertigkeit von der Buchvorlage, ne? Dass da sozusagen eine Welt aufgeblättert, die schon in dem Moment interessant ist. Also ich finde, das gelingt dem Herr der Ringe-Buch nicht, ne? Dass ich blätter das auf und denke, oh, jetzt wird hier ewig eine riesen Welt beschrieben und hier geht nichts los. Und mich hat das immer genervt, ne? Weil das immer so beschäftigt war, eine Welt zu beschreiben. Und hier finde ich sozusagen, beschreibt sich die Welt, aber es geht auch schon los. Ich bin schon längst mittendrin so. Also, ich glaube, Kali hat noch mit diesem Bruch, bei dem Abenteuer noch ein ganz anderes Problem, ne? Weil ja die Prüfung fehlt. Ach ja. Interessant, ja, erzähl mal, da scheint wirklich was nicht zu stimmen, da fehlt wirklich irgendwas. Ja, ich weiß auch nicht, ob das dein Problem jetzt tatsächlich lösen würde. Ne? Ja, aber ich habe mich gefragt, was im Buch los ist. Also ich finde, Chris Columbus hält sich an sich sehr gut an die erste Vorlage. Das Buch war ja auch relativ dünn, da ist es ja auch leichter umzusetzen, als wenn du so einen dicken Klopper hast. Aber was ich zum Beispiel Chris Columbus immer vorgeworfen habe, ist, dass der meine Lieblingsprüfung rausgecuttet hat. Und zwar, Christine, du kannst mich schon auch noch daran erinnern, diese Intelligenzprüfung, das eigentlich Hermines Prüfung selbst war, die von Snape mit dem Gift auferlegt wurde, wo sie durch Logik und durch, ich kriege das ja unmengen zusammen, ich wollte es vorhin noch lesen, hat sie mir geschafft. Andeuten wäre. Aber es ging halt darum, dass da verschiedene Zaubertränke standen und man musste einen trinken, um weiterzukommen. Das war sozusagen die letzte Prüfung nach dem Schach und vor dem Spiegel. Und bis auf eine war alle vergiftet. Das musste man halt durch Logik und durch Fachwissen lösen. Das war dann sozusagen die Hermines große Stunde, wo sie sich ja vortun konnte. Und auch mal mit ihrem, sowohl eine Mischung hatte zwischen Intuition und Intellekt. Und sich nicht nur komplett auf das Ausgelernte verlassen konnte, sondern wirklich mal denken musste. Und das haben sie komplett rausgenommen, weil das dann halt zu lange gegangen wäre. Und haben sozusagen gesagt, okay, dann ist Hermines Prüfung jetzt hier die mit den Pflanzen, weil sie dann da entspannter ist. Harry kriegt dann sozusagen die Prüfung hier mit dem Snitch. Und dann Ron ist dann der große Schachmann. Mit dem Schachmann. Ne? Und das fand ich immer schade, dass das nicht drin war, weil ich glaube, von der Charakterentwicklung von Hermine wäre das wirklich sehr schön gewesen. Gerade auch wenn alle drei Hauptfiguren im Laufe der Bücher ja eine Riesenentwicklung durchmachen, sind trotzdem Hermine und Ron ja relativ hinten an. Also das fand ich persönlich immer. Und und die Prüfung selbst fand ich von der Idee halt auch schön, weil das auch nochmal so sagen mit dem Leser gezeigt der Kindern, oh, ist das schön, wenn man aufpasst in der Schule, wenn man lernt und irgendwie so ein bisschen diesen Wink auch gibt, dieses, ah ja, so kann man auch, man kriegt das Grundwissen hin, aber man muss selber sozusagen denken, einen Schritt weiterzugehen. Das fand ich immer schade, dass das im Film nicht drin war. Also das fand ich wirklich schade. Ansonsten fand ich das so von der Szenenbildung fand ich das sehr gut umgesetzt. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja das Problem gehabt, dass ich erst den Film gesehen habe und dann das Buch gelesen. Deswegen war das für mich, als ich das Buch damals gelesen habe, total stimmig, weil ich habe das ja gesehen, das stimmte ja überein. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie meine Fantasie gewesen wäre, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Aber also, so eine Stelle, wie du sie gerade erzählt hast, war dann was, wo du im Buch dachtest, ach, gar nicht schlecht, dass das auch noch mit drin ist. Das hätte ich fand gerne das noch toll. Ja, genau. Das fand ich schade, dass die Prüfung nicht drin war, tatsächlich. Ja, es wird so ein bisschen krampfhaft jetzt sozusagen an Harry der Staffelstab abgegeben. Ja. So, ne? Also jetzt, das Finale gehört jetzt dir und wir sind jetzt gar nicht so wichtig. So. Mein guter Film heißt doch Harry Potter und nicht auch noch Mina, aber trotzdem. Das fällt mir auch nur auf, weil ich finde den Fluss bis dahin extrem gut. Also da finde ich sozusagen, den Alltag in Hogwarts entdecken ist gleich einem Abenteuer. Ja,
Ich lache nur, weil Max ganz mutig noch zwei Every Flavor Beans ja. in den Mund geschoben hat. Ja, würdest du das bitte kommentieren, welche du da isst? Weil noch man nicht. In deinem Gesicht. Oh, auch noch in Mischung kommt, ist ja auch spannend. Ne? Kannst du ja mal blind verteilen. Ich probiere auch noch mal. Also ich werde ja definitiv auf einmal noch einen nehmen. Ich bin nach was zwei war auf einmal? Nee, ich habe die zweite. Hab ich Ich weiß nicht, ob das verrottete Ei sein soll. Oh, Ei ist ganz schlimm. Das habe ich schon mal gehört. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich bin so raus. Ja, aber genau, Welt entdecken, so wie man hier Geschmäcker entdeckt. Hm. Ich finde auch, also, weil du auch diese Zauberstabszene ja konkret schon erwähnt hast, ich finde es auch interessant, immer diese Übergänge, ist ja auch durchaus gekonnt gemacht, so von die belebte Straße, die Musik spielt auf, es ist hell, es ist bunt, viele Leute sind unterwegs und dann kommt er eben in diesen Zauberstabladen. Mhm. Es ist düster, es ist ruhig natürlich auf einmal sofort wieder. So wie auch immer alles ruhig ist, wenn irgendjemand den Namen Harry Potter sagt. Dann ist immer, oh, was, Harry Potter? also wie auch da natürlich dann diese Stimmung immer auch sehr gekonnt gesetzt wird oder zumindest funktioniert es bei mir eben sehr oft. Dass man so, oh, was ist jetzt? Und oh, John Hurt. Ob der gerade Magenverstimmung hat noch. Ja, und das Geile ist, dass eben, das ist denn John Hurt für so einen kurzen Moment, um das eben auch da so schon bedeutungsvoll in diesem Moment zu machen, dass das nicht nur eine Behauptung ist, sondern so wie der spielt, denkt man, meine Güte, hier geht es ja gerade richtig wichtig zu. Ich muss auch sagen, ich finde die Szene unglaublich toll. Also ich finde das so mit, ich finde John Hurt Spiel fantastisch. Auch ein Ravenclaw, mit dem man das ja schnell mal kurz einwerfen. Ja, und ich finde es auch diese Bedeutung, wie wichtig das eigentlich ist. Dass der Zauber, also egal wie man zaubern kann, dass es sozusagen wirklich an den Zauberstab auch nochmal geknüpft ist, ne? Dass diese zusammen eine Einheit ergeben. Und das fand ich schön. Und ich wollte nicht unterbrechen, das wollte ich nur ganz sagen. Ich musste vom Ohrwachs wegkommen, ich hatte es nämlich auch gerade gehabt. Echt? Oh. Das ist doch eigentlich schon wieder so eine Gag-Idee, die da schon nach der ersten Pointe so, ja, okay, aber die Packung ist noch verdammt voll. Wo habe ich noch Freunde, denen ich noch was anbieten kann? Ja. Das Glück ist mit dem mutigen Christian. Ja. Das habe ich nicht verstanden. bei mir jetzt 10 Punkte Abzug gegeben bei den Hauspunkten am Ende. Was ich übrigens sehr interessant finde, wofür es da Punkte gibt. Da habe ich mir vorgenommen, mal die deutsche Textpassage mir mal aus dem Buch zu schnappen. Also ist ja sehr, ist ja pädagogisch auf eine schöne Art wertvoll, wofür man dann am Ende Punkte bekommt. Ja, vor allem Neville, finde ich. Also die entscheidenden Punkte. Naja. Das finde ich auch. Und ich finde sozusagen, dass die meiste Zeit in dem Film das ganz gut rüberkommt. Also worum es eigentlich gehen könnte und dann merke ich, dass mich das so ein kleines bisschen nervt, so wenn das so, ach ja, jetzt richtig, wir müssen ja jetzt noch diese andere Geschichte erzählen. Und denn darin rutscht es dann ja auch ein bisschen zusammen und auf lange Sicht rutscht ja alles zusammen. Ne? Geht ja, also ist ja letzten Endes alles ein großes Voldemort, sammelt sich alles zusammen, damit er wieder da sein kann. Ja, das ist dann wahrscheinlich wirklich die zu große Geschichte für einen Film, deswegen wird das da dann so ein bisschen so hinten noch rangehängt. Ich wollte mal kurz in dem Anfang, also wir kommen rein, wir entdecken die Sachen, John Hurt, Bedeutung, nee, ich komme da jetzt nicht mehr an. Aber den Anfang können wir ja trotzdem auch nochmal nehmen, bei Dursleys so, ich finde, das sind auch total überzeugend gespielt, also einer meiner Lieblingsmomente von der Tante ist ja wirklich, wenn Dudley dann in dem Schlangenterrarium ist, so dran drückt und dann kommt die Mutter und dann, also wie sie da schreit und ob das eingefangen ist, also die Pointe, die funktioniert für mich total super an der Stelle und aber auch so eben der Onkel dann, wie er so die Briefe ins Feuer wirft und Harry anguckt, hey, ja, das ist doch schön. Also, dass sie da alle so spielen müssen natürlich, aber ich finde, das kommt irgendwie rüber. Also, ich finde auch den Sohn, also im Vergleich zu den ersten Harry-Spielversuchen quasi, dass auch der sehr überzeugend in dieser überzeugenden Rolle irgendwie ist. Ja. Selten hat sich ein Kind mehr gefreut, dass es in den Zoo geht am Geburtstag. Ja. Ja, aber auch gerade diese Szene, die du meinst, ne, wo sie sich dann auf den beiden Seiten der Glasscheibe gegenüberstehen mit der Mutter. Hat der eigentlich eine Weiterentwicklung in den nächsten Teilen, der Dicke? Oder darf der doof bleiben? Ein bisschen. Na, es gibt irgendwann, doch, hat er schon, also er wird ja auch noch gerettet von Harry und so weiter später. Stimmt, wenn der wird immer so Mentoren angreifen und so. Also es gibt schon irgendwann den Punkt, wo er
ich glaube, ihn nicht unbedingt offen unterstützt, aber eben zumindest auch nicht mehr angreift und merkt, da ist schon irgendwas. Und ja. Ich fand das schade, in dem im letzten Buch, da war ja auch noch mal drin, denn ich weiß, ja, also im Laufe des letzten Buches sagt ja Harry auch, ihr müsst verschwinden zu den Dursleys, ne, weil Voldemort sozusagen jagt uns und ihr seid halt leichte Opfer, ihr müsst euch sozusagen verabschieden, wir sehen uns dann halt auch nie wieder. Und da ist halt im kommt dann halt, wenn die anderen sagen, ja, also die Petunie und Vernon sagen, ja, ich will dich eh nicht wiedersehen, geh weg, kommt dann halt, sagt dann halt Dudley, naja, wieso kommt Harry denn nicht mit uns, das kann doch nicht sein und der gehört doch zu uns und dann fing dann Vernon an, nee, wir diskutieren nicht, der bleibt hier. Und dann kommt dann halt, dann gucken dann halt die beiden Eltern doof und dann geht dann wirklich Dursley hin und zu ihm und sagt, schüttelt ihm die Hand und sagt dann, ich möchte dir nur sagen, du bist für mich doch keine Verschwendung von Platz. Also sozusagen eine ganz minimal angelegte Entschuldigung, genau. Als eigentlich so. Für seinen Charakter eine riesen Entwicklung darstellt. Aber halt, trotzdem sehr, sehr flach formuliert ist in der Hinsicht. Und das wurde halt auch damals gedreht, aber kam nicht in den Film rein. Das war sozusagen Cent selber gesagt, naja gut, in dem Film war ja nachher auch weniger von den Dursleys zu sehen als in den Büchern selbst, weil der Raum nicht da war. Mhm. Deswegen haben sie es da die Notwendigkeit auch nicht mehr gesehen. Also. Ja, und ich glaube, das merkt gerade, dass das ein bisschen schade ist, weil ich war jetzt richtig baff in dem Film. Ach so, richtig, da kommt also Harry her und ich hatte das gar nicht mehr, hatte davon gar kein richtiges Bild und eigentlich könnte man das ja wirklich in jedem Teil nochmal wieder auffrischen, so, weil das ist ja eine Menge, also das macht ja eine Menge mit so einem. Ne, das wird ja aufgefrischt in jedem Teil. Also du fängst ja immer wieder damit an, dass er bei der Familie ist, genau. Quasi das nächste Schuljahr losgeht. Da bleibst du schon dran. Aber natürlich geht irgendwann der Fokus mehr auf das davor, wo er noch herkommt, ne, auf die leiblichen Eltern und deren Geschichte und ja. Und das ist eigentlich ganz schön, finde ich, bis auf eine Ausnahme, das ist ein bisschen lustig, wenn man das heutzutage so guckt, so, das wirkt sehr antiquiert, diese Rückblende, aber was ich gut gelungen finde, ist, dass wir sozusagen viel von den Eltern halt darüber mitbekommen, was andere noch über die Eltern wissen oder wo die Eltern sozusagen mal irgendwie auftauchen, weil vielleicht der Papa auch schon mal der Seeker war in dem Quidditch-Spiel. Sozusagen, also ich finde sehr eindrucksvoll, wenn die die Pflegemutter sozusagen, die Schwester, die Schwester der Mutter, ne, wenn die so sich erinnert und wie die sich so, also wie die das so gefunden hat, wenn das so Magier sind oder Zauberer, ne? Also diese, also wo dann ja, das ist ja quasi das Bild für, also die Ausgegrenzten, die Besonderen, die zu den Freaks werden, ne, also die scheinbar normalen machen die, von denen es weniger gibt, zu den Freaks, damit sie irgendwie leichter ausgrenzen können. Und dann ist das nur ausgerechnet auch noch die Schwester, die ja ihm dann nach dem Tod das Kind überlässt. So, ne? Also das fand ich halt nur eine schöne Dimension. Dann war das echt so ein bisschen, ach Gottchen, jetzt müssen wir auch nochmal ganz dramatisch sehen, wie die Eltern denn da weggerichtet werden. So, ne? Das ist so eine Art der Rückblende, die der Film sonst, glaube ich, gar nicht benötigt. So, ne? Also die ja also im Sinne von, statt mir als Zuschauer irgendwie ein dramatisches Bild zu präsentieren, gehe ich ja mit Harry sozusagen immer durch die verschiedenen Stufen des Verstehens und des Bemerkens und des Fühlens. Und wenn der da so an diesem Spiegel backen bleibt, ne, indem man sozusagen das, was man gerne hätte, sehen kann und manchmal gar nicht so leicht wieder wegkommt so und auch drin verschwinden könnte, das ist schon so ein sehr starkes Bild. Ich finde, das ist ja prinzipiell ein Problem der Filme, nämlich diese Prämisse, dass das Besondere an Harry der Schutz durch die Liebe der Mutter ist, weil sich das halt am schlechtesten in Bildern ausdrücken lässt. Ne? Also das wird einem ja im Laufe der Geschichten immer wieder erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, weil du das am schlechtesten in der Geschichte irgendwie vermitteln kannst, was das jetzt bedeutet. Und dann wirkt es auch immer wie so ein Holzhammer. Sie hat sich für dich geopfert, Liebe ist dein Schutz. Ach so. Im Buch gibt es dann lauter innere Monologe von Harry oder wie das? Nee, er kriegt das ja oft, also so wie da jetzt auch, ne, wenn Dumbledore ihm das sagt. Also es wird ihm ja auch immer nur erzählt, dass das das Besondere ist. Das ist ja fantastisch. Ja. Die Liebe der Mama. Ist auch die Einzige, die ihm die Hand auf die Schulter legt. Der Papa nicht. Doofer Papa. Hast du das gesehen im Spiegel? Findet ihr es eigentlich auch interessant, als er mit Ron da steht, dass man festgestellt hat, dass der Spiegel nur auf eine Person wirkt? Also dadurch, als die Beine rein sozusagen davor standen, dann konnten sie sich nur selber sehen und immer wenn einer jeweils da schon hat, er sozusagen seine Wünsche gesehen. Das fand ich interessant, wie das dadurch, dass am Ende sozusagen ja Quirrell
ja. und Harry davor stehen, dass das ja trotzdem funktioniert hat, weil es könnte ja auch eigentlich automatischer Blocker dann gewesen sein, wenn da zwei stehen. Deswegen, das war für mich, das ist mir Autoblocker, Spiegel. Naja, ich hab, aber das wäre für mich auch eine Erklärung gewesen, warum zu sagen, von Rowling die Intention war, Harry alleine hinzuschicken, weil sobald dann Hermine oder Ron noch dabei gewesen wären, hätte es ja nicht mehr funktioniert, weil hätten sie da gestanden. Ich dachte, jeder sieht immer nur das, was er sehen kann. Also, das, also wenn jetzt zwei davor stehen, sieht Ron trotzdem nur Ron und also ja, das wird halt nicht, das erklärt, also der Film löst es ja einfach so komisch, ne? Indem genau. Harry sich so einen Schritt daneben stellt, ja, ja. Und sag mir, was du siehst, was ja, ja, genau. ja irgendwie wirklich so eine Krücke ist. Ja. Hm. Ich weiß nicht, was passieren würde. Akustisches Achselzucken mit einfügen. Ja, ja. Also ich finde es in der Szene auch ein bisschen komisch, wie es da gelöst ist, dadurch, dass Harry sich dann so sichtbar so daneben stellt. Das ist eindeutig eine Regieanweisung genau. für, ich habe auch keine ich Ahnung, keine Idee, wie ich es lösen soll. Ja, ja. Genau. Na, ich glaube, er sagt ja, also er sagt hier, guck, siehst du mich oder siehst du meine Eltern? Und ja. sagt Ron, ich sehe nur uns beide. Und dann geht er eben so dieses, jetzt guck doch nochmal hin. Also im Sinne von, was noch nicht richtig hinguckt, der ist noch gar nicht hochgefahren, der Spiegel. Der war noch gerade. Und was ist denn in der Schlussszene jetzt anders? Na, da stehen sie beide vor dem... steht der Quirrell und Harry gucken rein. Ja, und Harry... Aber nur Harry sieht ja das mit dem in die Tasche greifen. Quirrell sieht das ja nicht. Nee, der sieht aber ist es denn, dadurch, dass es überhaupt funktioniert, dass er es sieht, obwohl sie da beide vorstehen, ist das nochmal eine Anspielung darauf, dass Quirrell ein halber Mensch noch ist dadurch, also dass er nicht mehr richtig wahrgenommen wird, so als Lebewesen. Und dass Harry und Voldemort eine Person sind? Weil Quirrell selbst, wenn er reinguckt, der sieht ja gar nichts. Der sieht überhaupt nichts. Du siehst ja am Anfang, wenn er hinkommt, also siehst du Harry dann noch nicht, und dann guckst du dich zu seiner Perspektive und er sieht überhaupt nichts da drin. Das ist doch auch fremdlich. Aber warum hat denn Harry im Spiegel gesehen, dass er den Philosophenstein aus der Tasche holt? Das verstehe ich gar nicht. So, nee, das war ja der Trick von Dumbledore, was er nochmal erklärt hat, dass der Stein sich zeigen sollte für jeden, der ihn finden wollte, aber nicht nutzen. Genau. Also in dem Moment hat er sich das am meisten gewünscht, diesen Stein zu finden. Und deswegen hat er ihn im Spiegel gefunden. Aber nur für den, der ihn nur finden Ach will und nicht benutzen. So. Jetzt verstehe ich überhaupt erst die ganze Idee. Der ganze Film macht jetzt erst Sinn. Ach so, nee, dann ist das letzte Drittel total in Ordnung. Nee, können wir den ganzen... Nee. Nochmal gucken? Nein. Warum braucht man das immer? Ich verstehe das immer nicht. Allein mit diesen dreiköpfigen Hunden hätte man sich ein lustiges Finale ausdenken können. Naja, alles gut. Ja, du brauchst schon Voldemort. Also die, ja, der hätte die dann auch Wiederauferstehung, die Beine durchhuschen können. Die sich da so durch die Teile zieht. Was, stell dir mal vor, die drei Hundeköpfe drehen sich um und dahinter ist ein riesiges, haariges Gesicht von Voldemort. Na gut. Vielleicht solltest du ein Remake machen. Ja, nein. Nee, das wird zu gruselig. Ja, wahrscheinlich, genau. Kriegt auch keine Freigabe. Das Thema der Hinterköpfe, so wie Seamus. Meine Augenbrauen sind zurückgekommen. Ja, das schon. Ja. Aber mit dem, ich finde es auch interessant, wie sie auf den Hund stoßen. So dieses, wir haben uns gerade verlaufen und jetzt ist die Wahl, die Hausmeisterkatze steht vor uns. Entweder wir flüchten weiter in diesen Gang, der uns verboten wurde, wenn wir nicht einen sehr schmerzvollen Tod sterben möchten. Wollen, ja. Oder der Hausmeister findet uns. Okay, ja, tot. Will auf. Ja, ja. Na gut, das kann aber auch ein Bluff sein, ne? Also... So. Hier wird uns doch keiner umbringen, nur weil wir bei der Quidditch beim Besenfliegtraining schon fast einen Toten hatten, der aus mehrere Meter Höhe abgestürzt ist. Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her, ne, dass einer gestorben ist. Ne? Ja, aber nee, wie gesagt, hier mit Neville, wenn er da bei seiner ersten Flugstunde ungewollt mit dem Besen umherfliegt. Ja, sein. Ist ja dieses, und dann, ich gehe jetzt mit ihm zum Krankenvögel, ihr bleibt bitte alle am Boden. Mhm, natürlich, logisch. Wir sind ja nur kleine Kinder, die überhaupt nichts machen. Das finde ich übrigens auch, das war wieder so ein schöner Moment beim Quidditch-Spiel, wo nebenbei sich so schön erzählt, die ganzen jungen Neuankömmlinge, die gucken noch zu, bis auf Harry, der schon mal ein bisschen mitspielen darf, aber lustigerweise ganz lange einfach ein bisschen in der Luft und auf die Idee kommt, der kann das Ding ja mal jagen. Wirkt auch wie ein schwieriges Spielkonzept. Wenn da einer irgendwie rausgekriegt hat, wie man das Ding schnell fängt, dann sind die Spiele doch immer nach 5 Minuten vorbei, oder? Naja.
Was ich total mochte, war, da die älteren Jungs, und das sind ja schon richtig Jugendliche, wie die da so richtig hart, also das war das Äquivalent zu Rugby, nehme ich an, also aufeinander losgehen und genau, es da also wirklich auch Verletzte gibt, so, also das ist also ein Sport mit Verlusten. Und es wird auch nicht unterbrochen oder so. Wenn ja, genau. Das ist auch ja. Großbritannien, ne? Die mögen Sport. Wenn der Torhüter am Boden liegt, dann ist es genau. Ja, und dass da natürlich sozusagen ganz aufgeregt schon die ganz Jungen sozusagen so hingucken und so und schon mal so eine Ahnung bekommen, so, oh, das sind hier so unsere nächsten großen Entwicklungsschritte. So, ne? Also man spürt so, das ist jetzt eine sehr prägende Zeit. Ne? Die steigen da alle, also es ist nicht nur eine neue Welt, weil es ist Hogwarts, sondern es wäre ja jede Schule oder jeder, keine Ahnung, jeder Sportverein oder so hat ja dann diesen Moment so. Und das mochte ich sehr gerne. Das finde ich sehr genau, auch in der Besetzung und in dem, wie wir das sozusagen erleben, dass jetzt nicht gleich alle unsere Heldenfiguren jetzt gleich eine Hauptrolle in so einem Spiel spielen können, sondern das ist auch ganz cool, wenn sie dabei sind. Also wenn sie in einer, ich meine, sie kriegen ja dann eine Hauptrolle, indem sie Harry retten dürfen. Was ich zum Beispiel auch spannend fand im Hogwarts-Konzept, ist immer noch die Idee mit dem sprechenden Hut und die Einordnung in die Häuser. Mhm. Mhm. Ich finde es krass. Ich frage mich, nach welchem alphabetischen System die da vorgegangen sind. Aber das halte ich mal jetzt zurück. Weil ich mir dachte so, okay. Nach Anmeldereihenfolge. Ja, anders geht's ja nicht. Nee, aber ich fand das schon total spannend hier mit dem sprechenden Hut, auch wie das ist. Und sozusagen das Draco, wenn er dann halt noch nicht mal richtig auf dem Kopf schon ist er drin. Mhm. Dann kommt die eine, die dusselig aussieht, kommt gleich in Hufflepuff und denkt, alles klar, war klar. bei Hermine fand ich es total spannend, weil man sich ja immer fragt, wenn die so schlau ist, wieso ist die eigentlich nicht ein Ravenclaw drin? Aber tatsächlich sind noch schlauer, sind also anscheinend noch mutiger, als dass sie schlau ist. Weil Harry dieser Konflikt hier und da, wo ich, das habe ich dann immer schon gleich als Anspiel, also das macht mir Spaß, diesen Konflikt mitzuerleben, wenn man die späteren Filme kennt, wo man denkt, aha, die Antwort ist in deinem Kopf. Und ich denke, ja, du bist ja auch der Horcrux. Du hast ja den Horcrux auch in deinem Kopf. Also das ist dieses, Slytherin. Er hat beides in sich. Und er sagt ja auch direkt, ja, Slytherin, alles, was du für Slytherin brauchst, ist in deinem Kopf. Und ich finde das so spannend, das mal so zu erleben und das mal so wahrzunehmen überhaupt, was mir früher nie aufgefallen ist, dass man das auch einfach mal wörtlich nehmen kann. Ne? Mhm. Also dass man sozusagen eigentlich schon so eigentlich alle Antworten gibt, die sie später als große Überraschung kommen. Was natürlich auch Zufall sein kann, weil zu dem Zeitpunkt hatte sie es ja noch nicht so weit geschrieben. Es kann natürlich auch sein, dass sie es noch nicht so. Aber wir kennen ja die Legende, dass sie von Anfang an wusste, wo es hingehen soll. Aber es stimmt schon. Das ist ja das, was mich auch so fasziniert, ne? Dass die Details schon so da sind. Also natürlich kann man auch auf den aufbauen und dann die Geschichte weiterentwickeln. Aber keine Ahnung, wie genau sie das wirklich schon wusste. Aber es wirkt so, als hätte sie wirklich dieses ganze Universum für sich schon einmal klar gehabt, ne, wie sich das alles entwickeln soll. Hm. Das stimmt. Ich fand es auch zum Schluss schön, also wenn wir noch gerade bei dem in der großen Halle sind, ich fand es zum Schluss auch schön, wenn Rick Gryffindor gewinnt, dass alle die Runde ganz vor sich freuen, außer Slytherin. Ja. Dass dieser Zusammenhalt ist, alle gegen Slytherin. Und muss auch nicht sagen, also ich hatte, erstmal, jetzt muss ich mal kurz einen kleinen Exkurs machen. Es gibt ein Off-Broadway-Stück in New York, das kenne ich von Broadway HD selbst, das heißt Puffs. Und das ist sozusagen so die inoffizielle Geschichte der 7 Jahre aus der Sicht von Hufflepuff. Das ist geil. Und es ist halt eine sehr witzige Komödie tatsächlich. Natürlich eher mit amerikanischem als britischem. Mhm. Aber auf jeden Fall wird der ganze Ausschlag thematisiert im ersten Jahr, dass Hufflepuff sozusagen diese Schul-Championship ja irgendwie immer Letzter ist und der große Ziel ist, von denen nicht Erster zu werden, sondern Dritter. Und dann kommt Harry Potter in die Schule und dann sitzen die Hufflepuffs da und endlich mal nicht, sind wir endlich mal Dritter, nicht mal Dritter. Und dann steht Dumbledore auf und sagt, ach, wir müssen noch ein paar Punkte vergeben. Und die haben so, oh nein. Und ich habe so gedacht, als ich das so im Hinterkopf hatte und dann alle so, ja, oh, ja, Gryffindor gewinnt den Hauskampf, da ist man total enttäuscht, alle werfen die Hüte in die Luft, dachte ich so, ja, Hufflepuffs, wieder Vierte. Also, ich dachte so, ja, das muss ich immer nicht mal drauf achten, im nächsten Jahr, wenn es immer so beleuchtet wird, auf welchen Platz Hufflepuff immer kommt. Also, das konnte ich dann auch nicht ausschalten, da musste ich dann doch schon grinsen. Aber ja, das musste ich nochmal kurz reingeworfen haben. Das ist eine schöne Idee. So ein Stück. Das wünsche ich mir auf das Slytherin. Was? Die Sicht von Slytherin? Ja, naja, ich meine, wenn wir die immer so ausgrenzen und doof finden, dann müssen die ja zwangsläufig größer und böser werden. Aber das passiert ja tatsächlich später auch noch auf eine schöne Art, ja.
Wir kriegen ja auch Pastel Sovereigns, die wirklich nett sind, wie Horace Duckhorn zum Beispiel. Ach so, das ist so, so präzise. Ja, aber tatsächlich finde ich, dass das bei den Schülern auch nicht so gut gelingt. Also es wird ja immer verbal erzählt, es gäbe, also dieses Haus hat eben auch seine Stärken, aber reduziert werden sie dann irgendwie doch ganz schön doll auf das Böse. Hm. Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sozusagen in den Büchern, das ist ja viel aus Harrys Sicht auch gesehen, und Gryffindor und Slytherin sind ja immer so im Dauerclinch. Mhm. Ich finde die anderen, natürlich, man kriegt das auch mal an der Seite mit, dass dann auch Slytherin, also gerade Draco, auch mal die anderen alle so terrorisiert, aber ich habe immer nicht so das Gefühl gehabt, wenn so die Filme liefen oder die Bücher kamen, dass jetzt Hufflepuffs, also ein Angriff auf Hufflepuff oder Ravenclaw so stark thematisiert worden wäre, geschweige denn, ob denn vielleicht, wenn die beiden ihre Rivalität haben, ob dann auch Hufflepuff und Ravenclaw ihre sozusagen eine Rivalität haben oder ob das an sich aus der Geschichte sich ergibt, woher es eigentlich herkommt tatsächlich. Hm. Also ich finde, das wurde in dieser Weise nie so gezeigt. Dadurch, dass wir nur aus Terrys Sicht immer gucken, der ist ja nur sowieso von Anfang an, vom ersten Tag an mit Draco aneinander geraten, da ist das ja sozusagen nochmal so im Fokus tatsächlich. Also es wird ja auch immer so zugespitzt, ne? Snape, der so der Böse sein soll, das ist natürlich auch der Hauslehrer von Slytherin und das Quidditch-Spiel ist gegen Slytherin und Draco ist natürlich bei Slytherin und die anderen beiden, die sind so, die gibt's auch halt, die Häuser. Ne? Ich stelle mir gerade vor, wie bei Harry Potters Gruppe, da gibt's bestimmt auch ein paar Couch-Potatoes und Faulenzer, die sich auch nur darauf ausruhen, dass Harry Potter die ganze Zeit die Punkte organisiert. Die sagen bestimmt immer, ah, ich bin neutral und wenn die Slytherin mehr Punkte kriegen würden, dann würden sie darüber wechseln. Ich meine, das ist ja auch so, ne, mit Hermine, also es wird natürlich dann, wenn Ron dann sagt hier, ich glaube, wir haben einen schlechten Einfluss auf sie und so, also wenn sie Neville wirklich paralysiert da und leben, das ist ja auch sowas, wo ich denke, ja, Hermine, vorhin war es noch so, also wir könnten getötet werden oder noch schlimmer, wir werden von der Schule verwiesen und jetzt, ja, kann man hier auch mal einen Mitschüler, einen Befreundeten, kann man auch mal lähmen und damit man seine Aufgabe schafft. Ich meine, bei Hermine hat man auch wirklich doll das Gefühl, auch dass sie gerade alle Varianten noch durchprobieren, wie ihr Charakter wohl so sein könnte, und welche Entwicklung er nehmen könnte. Ich habe richtig das Gefühl, wenn ich Hermine zum Schluss sehe, denke ich, Gott, ist halt an den Dreharbeiten so lange gedauert, dass sie jetzt schon ein Jahr älter ist. Das kann ja tatsächlich auch sein. Und gleichzeitig ist sie einfach am Ende am ehesten da, wo ich sie vielleicht erinnern würde, so als irgendeine schwammige Gesamtsumme aus allen Filmen, ne? Wer ist denn eigentlich diese Figur, ne? Und am Anfang ist sie ja nochmal bewusst auch eher so abtörend anstrengend, ne? Und dann dazwischen so alle Varianten von aggressiv, nervig, lieb, einfühlsam, ist alles schon irgendwie so da und welche Figur daraus wird, das kann man am Ende dann schon so ahnen, ne? Und aber ist ja auch ganz normal, dass man das gerade versucht irgendwie rauszufinden. Ich finde auch manchmal Harry Potter wirklich süß unbeteiligt, wenn er manchmal, der hat ja manchmal leider diese blöde Situation, dass er andere Leute erklären ihm was und er guckt dann so zu. Und so die erste Minute, wenn er so zuhört, wie Quidditch gespielt wird, gibt es auch so Momente, wo ich denke, ach Gott, der arme Schauspieler weiß das auch wirklich nicht, auf welche Art er jetzt noch große Augen machen soll. Und genau, es ist auch total okay und gleichzeitig waren ja wirklich irgendwie 11 oder so, ne? Waren ja wirklich so jung auch einfach. Ich finde es auch spannend, diese Geschichte der Freundschaftsfindung, weil nachher wird ja immer wieder gesagt, dass Harry, Hermine und Ron ja sozusagen die drei Musketiere sind, die sozusagen immer zusammengehangen haben und die man nichts trennen kann. Das wird ja sozusagen im letzten Teil, also im vorletzten Teil besser gesagt, so wichtig. Und ich finde es interessant, wie die dann sozusagen zusammengekommen sind, weil du siehst ja in den vorigen Szenen sitzen sie ja auch immer irgendwie zusammen. Das ist ja dann halt, wo man halt denkt, na an sich sind die doch auch alle befreundet. Also von der Darstellung her denkt man das ja, dass die Freunde sich dann immer zusammensetzen. Und dass sozusagen dieser große Konflikt kommt, dass sozusagen Halloween sozusagen die Freundschaft von den Mannes manifestiert. Damit hatte ich zum Beispiel immer meine Probleme, weil ich immer so dachte, jetzt akzeptieren sie, weil sie die Schuld auf sich genommen hat. Aber warum haben sie nicht einfach die Wahrheit gesagt? Warum haben sie nicht einfach gesagt, ich war im Klo, die Jungs wussten das und wollten mich holen? Das wäre ja genau. Also, das wäre ja an sich, dann hätte sie keinen Punkteabzug gekriegt. Denn gut, der hätte sich in dem Moment ja so aufgehoben. Aber warum hat sie denn jetzt noch so dämlich gelogen? Das habe ich nie verstanden. Das habe ich auch im Buch nicht verstanden. Weil ich dachte, ja, aber das ist doch jetzt gar nicht no. Du kannst doch einfach sagen, ich war hier. Oh, wolltest du nicht Blöße geben, dass du geweint hast wegen denen? Oder was ist das jetzt? Also, vielleicht ist genau das die Antwort schon gewesen. Weil dadurch waren sie danach, war es ja sozusagen, es ging ja, glaube ich, gar nicht darum, dass Harry sie akzeptiert, es ging ja nur darum, dass Ron sie akzeptiert, ne? Weil Harry hat das Gefühl, der hat eh kein Problem mit irgendjemandem aus der Egal, genau. Der ist ja so allen nett, so, ne? Der freut sich ja, wenn er auch geliebt wird, ne? Ja, tatsächlich, genau. Das stimmt.
Ja, Ron muss mal was sortieren, ey. Ja. Ja, und dann, also, weil du ja sagtest vorhin, Christina, mit dem, die Welt ist ja so in sich stimmig und so. Ich habe natürlich dann schon so ein paar Momente, wo man, ja, warum passiert das jetzt doch? Also, wenn die hier zum Nachsitzen in den verbotenen Wald müssen. Natürlich eine unheimlich lustige Szene, wenn Malfoy sagt, wie, nein, ist doch verboten. Und dann sagt der Hausmeister, da gibt es noch viel mehr als Werwölfe. Nighty, nighty. Und geht weg. Ja, aber beantwortet hat das jetzt auch keiner, warum das jetzt plötzlich erlaubt ist, so ungefähr. In Begleitung Erwachsener. Oder eben Hagrids. Oder eines Hundes. Genau. Ist ja auch so, ne, die quasi Einführung dann zum Beginn des Schuljahres, wenn Dumbledore sagt, also da dürfte nicht hingehen. Ja. Okay, da werden wir auf jeden Fall schon, nachher. Weißt du schon, was wir alles noch erleben werden, richtig? Wo die Reise noch hingehen wird. Kali, hast ja. du Vomit erwischt? Also Kali sieht einfach aus wie Vomit. brauchst du was Größeres? Oh Gott, oh Gott. Meinst du, der Geschmack ist sehr gut dargestellt. Oh. Wieso zur Hölle tut ihr das? Ich habe mich verguckt und ich habe gedacht, ich habe was anderes. Ich glaube, wir müssen Scheiß irgendwie... Scheiß Licht. Los, schnell noch ein bisschen Earwax hinterher. Wir müssen, glaube ich, eine Triggerwarnung irgendwie in unseren Podcast noch reinschreiben. Oh, die musst du aufheben. Max, iss mal. Die ja. musst du aufheben und das essen. Das stört. Und das schmeckt wirklich original wie Kotze. Das ist wirklich... Oh, ich möchte das jetzt also nicht wirklich, mehr ausgeführt wissen. Besser geht nicht. Na, oh. Welches Mittagessen muss man dann gegessen haben, damit es wie diese Kotze schmeckt? Irgendwas ich hatte ja eine Schachtel an Daniel vom Spätfilm geschickt. Die hatten ja auch bei der einen Folge am Anfang gegessen. Ich hatte aber den Eindruck, das haben nur er und jetzt komme ich nicht auf ihren Namen. Daniel und? Ich weiß das jetzt auch nicht. Oh, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Naja, ich habe auf jeden Fall nicht den Eindruck, also ich habe den Eindruck gehabt, die haben das beide alleine gegessen, nichts den Kindern abgegeben. Paula, genau. Paula und Dein haben das alleine gegessen. Also ich weiß es nicht genau, aber klang so, als hätten nur die beiden was erstmal. Aber wenn ich Kalis Gesicht gerade gesehen habe, war das vielleicht auch gut, Kindern nichts davon abzugeben. Oh. Aber nicht. Aber dass ihr hier so wacker weiter esst. Ja, ich wusste, da lag die Kirsche daneben. Oder Black Pepper. Ja, das ist eindeutig der schwarze Pfeffer, den ich hier habe. Ich stelle mir gerade so ein ungefähr dreiköpfiges Team in so einem Lebensmittellabor vor, das ausprobiert haben. Oh ja, now it's perfect, yeah. It's vomit. Ich habe den hier mal eingerührt. First we need the original. Aber um zu den Anfangsfragen zurückzukommen, Christian, jetzt habe ich Kotze auch probiert. Ja, stimmt. Aber man weiß schon, warum davon immer nur eine drin ist. Ne? Ja. Da fällt keiner nochmal ein zweites Mal drauf ein. Gib zu, es ist ein kleines bisschen befriedigend, dass das jetzt hier ein bisschen ausgeglichener ist. Du kaufst nur auf deinem Dirt rum? Nee, schwarzer Pfeffer. Ah, ja. Macht dich jetzt gut breit. Ja. Mm. Schön, sehr schön. Christina, du hast gar nichts im Mund. Du auch nicht. Nee, auch du. Soll ich dir was anbieten? Nein, danke. Also kurz ist raus, ne? Ja, genau. Jetzt könnt ihr Zeit jetzt safe. Das sagst du einfach nur und am Ende beide dabei. Da gab es auf jeden Fall mehr als eine. Nee, es gibt nichts Schlimmeres als Kotze. Das ist gut möglich, ja. Ja. Ja, wie findet ihr Alan Rickmans Spiel so? Fantastisch. Das ja. Der ist mit Abstand. Ich finde es auch großartig. Der Beste. Ich dachte, das wäre auch schon einer mit, Darstellernamen, die man jetzt nicht. Emma Thompson. Emma? Nee, die ist im dritten. Ja, genau. Ja, deswegen, also die finde ich auch ziemlich großartig vom Timing. Und ja, Alan Rickman hat das auch extrem gut drauf. Da hat man auch immer das Gefühl, da gibt es immer so einen Moment. Liebe Alan, kannst du es einfach so machen, wie du es immer total gerne machst? Wir warten einfach ab. Und, weil er hat ja wirklich eine ganz spannende Art, also wirklich interessantes Timing, wenn er da so Pausen setzt und ja, noch einen Blick. Ja, das Sprechen, also wie er spricht. Ja, wirklich. Ne? Ist ja wirklich und auch die Blicke dann. Ist ja, ja. Also, weiß gar nicht, also, das kannst du ja nicht aufschreiben. So, also, ja. Ich vermute, dass auch eine J.K. Rowling einfach auf die Knie gefallen ist und sagte, danke für diese Interpretation meiner Texte. Lustigerweise wurde für Snapes Rolle gar nicht gecastet, weil sie von Anfang an darauf bestanden hat, dass es Alan Rickman wird. Ah ja, sehr schön. Und Alan Rickman hat sie sich auch damals zur Seite genommen. Also haben damals beide gesagt, der war der einzige Charakter, der bis zum Ende wusste, wo die Reise hingeht. Der kannte sozusagen seit Ende seine Rolle schon, damit er sich nicht vorverrät und hinspielen kann. Ich finde es nicht ganz toll. Also, ja, ist wirklich toll. Also da kann man es nicht gelingt ihm ja sagen, dieser ne? Spagat, dass man trotz, also er wird ja immer auch über die Filme als der Böse oder zumindest der vermutete Böse irgendwie dargestellt. Und trotzdem, ich
ich will ihm die ganze Zeit zugucken. Also man will ständig mehr von ihm sehen, weil er das so großartig macht, dass es dann doch wieder was Sympathisches gibt. Ich meine, es ist ja auch lustig im Finale, wenn dann Quirrell eben sagt, nee, Snape hat den Gegenzauber gesprochen. Okay, wir greifen jetzt aber nicht nochmal in irgendeiner Szene auf oder so. Vielleicht wird das jetzt Verhältnis zwischen den beiden, zwischen Harry und Snape besser oder so. Oder Harry sagt es den anderen Mann. Ja gut, das hat er jetzt erwähnt, aber das... Ich finde sowieso die Geschichte von Harry und Snape ist ja, wenn man so mal so die Reihe betrachtet, allgemein sehr tragisch, ne? Also das, ja. Er schätzt ihn ja eigentlich immer falsch ein. Grundsätzlich. Genau. Und in der letzten Konfrontation, wo sie sich gegenüberstehen, der beschimpft ihn auch als Feigling und was weiß ich ist. Und ohne zu wissen, dass ja Snape ihn immer die ganze Zeit beschimpft, geschützt hat. Und dann sozusagen, deswegen macht er die Auflösung nachher, ist unglaublich bitter. Mhm. Weil er ja auch nicht die Möglichkeit hat, dass er sich jemand entschuldigen konnte. Ich fand es zum Beispiel immer so schade, nachdem er dann wusste, auf wessen Seite Snape stand und wie Snape zu ihm stand, als dann am Schluss sozusagen der Stein der Weisen sozusagen der Auferstehung nochmal seine engsten Betreuten da rausholt, seine ganzen... ich muss jetzt nicht gar nicht im Namen. Mutter, Vater, Paten, Onkel. Ja, und Lupin, warum ist denn so in diesem Moment nicht Snape dabei? Das ist sozusagen, wenn man das Gefühl hat, dass Snape zum Ende hin nicht alleine ist. Man hat ja immer das Gefühl gehabt, der war ja immer alleine. Und sozusagen, aber eigentlich gehörte der ja doch dazu und wurde nicht akzeptiert. Und der zum Ende, wo er sozusagen seine Rolle bewiesen hat, dass er sozusagen im Jenseits nochmal da so sozusagen dazugehören würde. Das war immer so meine romantische Vorstellung. Die Wertschätzung. Ja, genau, das war nicht. Ja. So gut, dann ist nachher der Sohn danach benannt, aber das war es dann auch. Ne? Also das ist so... Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine sehr traurige... Ich finde die Geschichte von den beiden unglaublich traurig. Mhm. Also finde ich auch unglaublich spannend. Mhm. Also und ich finde auch sowieso, wenn du jetzt auch mal zurückblickend späteren hast, so die Geschichte von Snape, die erklärt, wo er ist nachher, wenn die Okklumentik-Stunden sind und alles, ist ja Snape eigentlich immer ein ganz trauriges Kind gewesen. Das ist ja eigentlich... Ist ein bisschen wie Harry. Ja, ne? Es ist komplett auf einem ähnlichen Status wie Harry sozusagen gestartet und ist einfach nur an die Falschen geraten, weil er einfach nicht allein sein wollte. Ne? Weil er die Person, die mit der er zusammen sein wollte, nicht haben konnte sozusagen. Das finde ich schon sehr, sehr traurig. Wenn man darüber nachdenkt, ist schon, da kann man schon ein eigenes Drama draus machen. Ja, das macht sie auch. Also, ja, na, ich meine jetzt auch, da könntest du auch einen eigenen Film draus greifen, meine ich jetzt so richtig. Ne? Aber ich finde das schon, aber es ist wirklich... Snape. Das ist eine ganz tolle Rolle. Und die jetzt. Ne? Dann haben wir den ersten braut sich was zusammen. Lehrer gegen die Verteidigungskünste auch gekillt. Der schafft ja eh keine 2 Jahre hintereinander zu unterrichten. Und auch das ja, ne, so diese Anmerkung von Dumbledore. Ja, niemand weiß, was dort unten geschieht. Niemand war dabei dort unten. Das ist alles nur du hast das erlebt. Deswegen redet natürlich die ganze Schule drüber und jeder weiß Bescheid. Okay. Also dadurch, dass er so gut informiert war, muss ich auch in der Stelle sagen, ne, der hat doch das irgendwie die Erinnerung angezapft oder was, als der da gefällt hat. Also das kann auch nicht sein, dass er das alles so weiß. Ja, das beste Schachspiel, was in Hogwarts gespielt wurde. Ja, wer weiß? Ja gut, das ist ja offensichtlich, wenn da die ganzen Haufen liegen, ne? Also könnte man auch genauso sagen, vielleicht könnte Quirrell noch so einen Postmortem-Punkt dafür kriegen, weil er muss ja auch das Schachspiel gespielt haben, sonst wäre er auch nicht mehr da durchzukommen. So. Guck mal, eigentlich... Ja, dann wäre Ravenclaw weiter. Harry war bei den Prüfungen noch am wenigsten gefordert. Harry war am wenigsten gefordert, weil der Schlüssel... Du, Harry wäre auch alleine nicht weitergekommen. Das ist ja die Stärke von ihm, die auch immer hervorgehoben wird. Dass nur sozusagen, weil er Freunde hat, also weil die zu dritt sind, weil er nicht alleine ist. Voldemort ist ja alleine am Ende. Eigentlich ist er ja an sich alleine. Er hat ja keine Freunde, er hat ja eigentlich nur Leute, die Angst vor ihm haben, so eine Follower. Aber Harry hat Freunde und Liebe um ihn herum. Das ist ja diese Liebe, die findest du dich ja immer wieder in der Thematik wieder. Das ist ja immer da. Und ohne wenn jetzt Harry allein losgegangen wäre, der wäre schon bei der Pflanze gescheitert. Also. Ja, wenn er überhaupt das mit der Musik rausgekriegt hat, mit dem Hund. Na gut, da hat sich ja einer verquatscht. Ja. Ne? Ich wollte mal nicht sagen, wer. So, aber I shouldn't have told you that. Das ist Norbert. Ach ja. Aber ich finde es auch immer wieder sehr, sehr ordentlich, also völlig überraschend, sehr ordentlich inszeniert. Also wenn zum Beispiel die Geschichte mit der Kröte, wenn Neville dann, Trevor, und dann eben so diese extreme Untersicht, wie Maggie Smith so runterguckt und Neville Longbottom guckt so nach oben, oh. Das ist so schlimm, wir haben gar nicht Maggie Smith erwähnt, die spielt halt ja auch so ein fantastisches Spiel. Also ich muss ja sagen, ich finde ja McGonagall so als Rolle und so wie sie das darstellt, fantastisch. Ich liebe McGonagall und die hat ja immer guckt immer die ganze Zeit so streng. Und da kommt irgendwann doch so ein Augenzwinkern und doch nochmal ein lustiger Satz, ne, wo man denkt, oh Gott, McGonagall kommt jetzt runter, um ihn zu bestrafen, weil er jetzt sozusagen einfach geflogen ist. Und dann, Oliver Wood, kommen Sie mal her, so nach dem Motto, ich habe ihn als Sucher gefunden, so, das finde ich schon stark. Wie sie doch für das Team liebt und für ihr Haus lebt und dass sie das so dahinter steht, also das ist schon,
Oh, ich finde ich toll. Finde ich gut transportiert tatsächlich. Bringt sie auch mit. Ja. Also eigentlich Oliver Butcher, der Darsteller, eigentlich einen schottischen Akzent oder war das Waliser? Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr prägnante Aussprache. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das auseinanderhalten kann. Das weiß ich nicht. Sehr, sehr. Habe ich mir auch gefragt bei der Szene, dann lässt Harry den Schnatz einmal so fliegen und dann ist Abblende. Nee, der hat keinen Besen mitgenommen, das war das Pech. Dieser Übungsschnatz ist dann jetzt auch weg. Das Set, wenn er das jetzt zurückbringt, der Wut, dann fehlt da leider der Schnatz, damit können wir nicht mehr spielen. So manche Szenen auch drin geübt. Irgendwann kommt er von alleine wieder. Der kommt wieder zurück. So, wenn er Hunger hat. Ja. Schon seit Jahren niemand mehr gestorben beim Quidditch. Es gibt ein oder andere verschwindet für ein paar Monate. Wo verschwindet man denn hin? Fliegt man dann einfach zu weit und dann stürzt der Besen, aber dann müsst du auch. Du fliegst immer dem Stitch hinterher, ne? Wenn der irgendwie nach London fliegt. Dann ja, und du musst immer einer von den nur Aufsichtspersonen geben, die sagen, hier, ihr seid noch minderjährig. Die haben aber alle keinen Besen mit. Ja, aber es sind noch mächtige Zauberer. Und Dumbledore ist der größere Zauber von allen, der sogar gegen Voldemort kämpfen könnte. Aber er kriegt nicht einen einzelnen Quidditch-Spieler eingefangen. Das fand ich auch interessant, hier, wie denn auch Hermine meinte im Pausenraum, ja. Ja, was ist der einzige Zauber, vor dem Voldemort Angst hatte? Ich habe gedacht, ja, wer denn? So Dumbledore. Aber weißt du, gab es da einen Konflikt zwischen den beiden? Also ist das denn so? Einfach, weil er so mächtig ist. Steht in Hogwarts History in Kapitel 37 oder so. Das wirkte für mich im Film zum Beispiel, kam es auf einmal so unvermittelt, wo ich denke, warum denn jetzt eigentlich? Ja, vor allem die Behauptung danach, ne? Deswegen kann dir nichts passieren. Also ja, solange genau. Dumbledore da ist, bist du sicher. Genau. Übrigens, Dumbledore ist gerade weg. Was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein Tag später so ungefähr. Der Darsteller von Dumbledore, der Richard Harris, hat der noch einen zweiten Teil gesehen? Den zweiten noch und ich glaube beim dritten ist dann der neue. Ah ja, okay. Also der andere. Ja, Michael Gambon, ne? Mhm. Genau. Mhm. Da wird dann einmal getauscht. Und taucht die John Hurt nochmal oder die Figur von John Hurt nochmal wieder auf? Ja, dabei. Ah, ja, okay. Nochmal wichtig. Ich könnte jetzt noch ungefähr 30 Fragen in dieser Art stellen. Also, was kommt dann nochmal und taucht das nochmal wieder auf? Und was qualifiziert dich, die anderen Teile nochmal zu gucken, Christian? Scheiße, das hatte ich befürchtet. Ich finde es auch so schön, ich finde es bei Harry Potter auch so schön, dass sozusagen mit den Jahren sozusagen die Leserschaft ja mit, also die wächst ja mit. Mhm. Und ich finde, ich sag mal, die jetzt umso weit, also ich finde die ersten beiden Filme, obwohl den zweiten auch schon mit Bauchschmerzen, kann man ja noch als Kinderfilme so hinnehmen, aber auch schon mit Bauchweh. Aber ab dem dritten ist es ja vorbei. Also das ist ja, dann hast du ja wirklich Drama pur und zum Schluss hast du ja nur noch die Kriegsszenen. Das ist ja dann, das ist für Kinder ja gar nicht mehr gedacht. Also finde ich persönlich. Mhm. Wenn man jetzt ein Kind im Alter hat und jetzt nimmt ja den ersten vor, ich finde den zweiten auch schon sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Ich finde den zweiten auch schon sehr brutal, wenn das alles so abgeht hier mit nachher mit den Basilisken und mit den Mordrohungen und das mit der Beeinflussung sozusagen von Genie und so, das sind alles schon Sachen, wo ich denke, na, das würde ich meinem Kind jetzt auch schon nicht mehr zeigen. Das finde ich auch schon grenzwertig nachher, ne? Aber dass das alles so mitwächst tatsächlich, dass man sozusagen nicht das Gefühl hat, man guckt jetzt permanent Kinderfilme miteinander weg, und dass man nachher auch irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt guck mir auf einem ganz normalen Level angekommen. Mhm. Das finde ich halt auch sehr schön, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch mit den Filmen auch immer schwieriger wurde, das Drehbuch zu erfassen, weil sie ja auch immer, die Romane wurden ja auch immer deutlich fülliger. Ne? Und nochmal, sie hat ja auch unglaublich viele Themen aufgemacht und macht das ja sowieso immer so gerne, dass sie so zu viele Sachen gleichzeitig bearbeitet, was ja im Buch funktioniert, aber nicht im Film. Weil ich fand, weil im ersten Teil und so, da ist ja das Buch eigentlich bis auf meine Lieblingsprüfung eigentlich komplett fast eins zu eins übernommen. Weil das Buch ist ja auch nicht so lang. Das geht das ja auch, aber nachher geht das ja einfach nicht mehr. Und deswegen, du kannst ja nicht jeden Film aufsplitten, das funktioniert ja nicht. Nee, es funktioniert dann auch wirklich auch längenmäßig nicht. Also ich bin auch der Meinung, dass diese Formel, die entstanden ist, für mich gefühlt Ende 90er, Anfang 2000er, dass quasi der Blockbuster seine 2,5 Stunden geht, ob der nun Transformers oder Harry Potter heißt oder so. Das habe ich immer gar nicht verstanden, weil die meisten Filme das nicht hin, also dass die Handlung nicht hin, also das sind einfach, genau, es sind halt serielle Handlungen, ne, die sich über Bücher erstrecken oder halt über, was weiß ich, über eine Serienstaffel erstrecken könnte. Aber so als Film finde ich das manchmal dann immer schwierig und würde mir dann eigentlich auch das anders
wünschen, ob das dann die Lösung ist. Man macht dann 7.1 und 7.2. Da habe ich mich schon sehr amüsiert, als ich das so aus der Entfernung gesehen habe. Deshalb habe ich gemerkt, das hat mein Interesse noch mehr abgeflacht. So, ne? Weil ich dachte, wird das auch noch so gestreckt und so. Also umso mehr ich das Gefühl habe, ich soll einfach nur möglichst lange an so einer Serie dran rumzappeln, so, ne, merke ich, umso weniger will ich es sehen. So, ne? Umso mehr ich wirklich neugierig bin, in einer Welt zu bleiben und die immer wieder zu erleben und sich weiterentwickeln zu sehen, ist das was ganz anderes. Das können ja gute Filmreihen, gute Serien so. Das steckt alles drin in Harry Potter, aber. Ja. Der hat schon, also ich finde in der gesamten Reihe schon auch seine Stärken in der Mitte. Genau. Also jetzt ist das, was du sagst, es hat noch diesen Hauch von Kinderfilmen, auch mit den Darstellern und so weiter. Und ganz am Ende ist es dann eben viel Auflösung, alles irgendwie zusammenbringen, alles nochmal auskämpfen. Hat er auch so hier und da seine Schwächen, würde ich sagen. Aber gerade so die mittleren. Ja, ich finde den ich mal nicht richtig einsortieren kann in der Zahlenfolge. Ist der Orden des Phönix. Ist das von Alfonso Cuarón? Nee, das ist der dritte, der Gefangene von Azkaban. Das ist Entschuldigung, den wollte ich. Nee, das ist ja wirklich mit Azkaban. Ist das dein Lieblingsfilm? Gary Oldman mitspielen. Also ich muss auch sagen, Sirius Black ist auch mein absolut Lieblingsfilm. Genau. Ich habe ja das nie verziehen bis heute nicht, was sie mit dem gemacht hat. Ja. Aber das ist ja nur konsequent, weil das typische Märchendings oder auch das typische Disney-Sache ist ja immer, der Held hat halt keine lebenden Vorfahren. Ja, aber Sirius war so toll. Ja, das macht es ja immer noch so. Das hätte man auch anders regeln können, ne? Und wenn sie ihn nachher zum Schluss aufgeweckt hatten oder hätten wir so was vorbei ist. Also nochmal die Spur schärfer. Und mal kurz unter Männern, Max, was sagt uns das über die Frauen, dass sie immer diese bösen Leute mal so gut. Das ist doch nicht böse. Das ist doch nicht böse. Nein. Was sagt er, wird gesagt, dass er böse ist, aber du wirst er. Alle Filme nochmal gucken, Christian. Das geht ja gar nicht. Und machen wir das vor oder nach der Herr der Ringe-Trilogie? Ist eigentlich bei das euch. Können wir mischen. Ist bei euch eigentlich, also alle, die das gelesen haben, dass. Du noch einen Bonbon essen? Nein, bitte nicht. Nee, aber ist bei euch sozusagen euer Lieblingsfilm auch gleichzeitig euer Lieblingsbuch? Nee, das kann ich nicht sagen. Das ist bei mir nämlich auch nicht so. Also bei den Büchern muss ich sagen, da fand ich den Halbblutprinzen ganz schön gut, weil der ja doch viel zusammenbringt und viel erklärt, was ich in den Filmen nicht so gut fand. Okay. Und also dein Lieblingsfilm ist Azkaban? Ist Azkaban, genau. Und mein sechste Buch würde ich fast sagen Halbblutprinz. Das ist immer interessant, das hört man selten. Und du? Also bei den Büchern bin ich mir schon gar nicht mehr sicher. Also ich weiß, dass ich halt den dritten allein deswegen eine besondere Verbindung sozusagen habe, weil ich den mindestens zweimal gelesen habe, weil ich den als allererstes gelesen habe und dann gemerkt habe, ach so, man muss das in der Reihenfolge lesen. Und da ich den Film halt auch sehr stark abgespeichert habe, ja, und bei den anderen Büchern würde ich mir jetzt ein Urteil so nicht mehr zutrauen wollen. weil das gerade bei den späteren Teilen, weil ich das dann tatsächlich erst noch auf Englisch gelesen hatte und dann auf Deutsch, aber das ist auch schon Jahre her, deswegen kann ich das kann ich so jetzt nicht final beantworten, würde einfach mich so ein bisschen rausreden mit, ja, der dritte Band wahrscheinlich auch, ja. Film 3 und Buch 3. Und bei dir? Naja, bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Lieblingsbuch war eigentlich immer auch Teil 3, wo ich es einfach am schönsten fand. Von der Komposition, weil ich halt Sirius Black auch so toll fand, wie sich das so gewandelt hat. Lustigerweise fand ich, das schwächste Buch ist mein Lieblingsfilm. Also ich mag am liebsten Teil 4 von den Filmen her. Den Feuerkelch. Ja, also ich fand das bei dem Buch teilweise ein bisschen, hat mich ein bisschen durchgequält, weil er noch damals das ist ja in dem Film gar nicht drin, mit diesen Elfenrechten. Die Hermine dann sozusagen noch vertritt. Mit dem Stricken und das fand ich ein bisschen zäh. Ja, das stimmt, das wird ein bisschen ausgewalzt. Ja, und deswegen mochte ich das Buch nicht so, aber den Film fand ich fantastisch umgesetzt. Also mir hat der vierte von den Filmen schon am besten gefallen, tatsächlich. Könnt ihr mir mal einen Schlüsselmoment aus dem vierten Teil sagen? Weil ich das ist das trimagische Turnier. Sie müssen gegen Drachen kämpfen und Harry darf gar nicht teilnehmen, weil er zu jung ist. Die da zum Besuch kommen. Und ich habe mich reichlich irritiert. Da bin ich relativ unvorbereitet reingegangen im Kino und dachte, oh Gott, was soll denn dieser ganze Krawall? Das ist doch das auch, wenn die in diesem Zelt sind und so. Ja, genau. Welches Zelt meinst du? Na, am Anfang, wenn der. Was so klein ist und wenn sie drin ist, ist es riesengroß. Achso.
Quidditch-Weltmeisterschaft am Anfang, wenn die Todesser kommen. Ist das der vierte? Also das Zelt taucht ja öfter, auch wenn sie nachher allein unterwegs sind, taucht das nochmal auf. Ja, das ist richtig. Genau, das Zelt taucht zweimal auf. Ich finde, am Ende des vierten Teils ist endgültig klar, das Kinderfilm ist vorbei. Danach geht es in die Erwachsenenwelt rein. Da transformiert sich als erstes so Ralph Fiennes so richtig. Er transformiert sich und Robert Pattinson ist das, ne? Also da stirbt ja einfach dieser andere Junge. Genau, das ist Cedric Diggory's Leiche. Genau. Der Blonde quasi? Der ist tatsächlich jetzt noch nicht von Anfang an da. Ach schön, das Spiel können wir jetzt noch richtig lange spielen. Ja, okay. Genau. Also das finde ich auch, das ist dann wirklich ernst. Wo mir hier jetzt, also den hau ich nochmal einen raus. Ich glaube, die 7-1 fand ich dann ganz schön gut, weil das ist doch der da so am Strand sozusagen mal kurz pausiert, bevor er dann offen endet, ne? Das ist der am Ende, wo Dobby stirbt, meinst du jetzt, wo sie am Strand? Ich weiß gar nicht mehr, wer da gestorben ist. Ja, aber ist gut möglich. Ich merke nur, es hat dann kurz so. Das ist also, wir haben ja dann tatsächlich relativ dicht hintereinander geguckt, alle. Mhm. Und ich merkte, ich kam mit dem Tempo überhaupt nicht mehr klar. Es war mir viel zu doll. Und tatsächlich haben die das durch dieses 7-1, 7-2-Ding dann ja kurz mal wieder geguckt, wie das ist, wenn man mal was wirken lässt. Ne? Also wenn man was passiert und dann gibt es einen Moment, in dem das wirkt, bevor der nächste Moment kommt. Und ich glaube, so ist mein Gefühl, so stürzte ich in den vierten rein, so, oh krass und oh krass. Im legendären Satz, ich habe Harry Potter getötet von Neville. Ja, ja. Und ich merke gerade, das ist ja auch so ein schönes, wie heißt das, Foreshadowing? Ja. Also quasi die entscheidende Rolle, die Neville spielt, ne? Also im ersten Teil ist es dann nur der Hauscup, aber das also ich finde, Neville hat auch eine ordentliche Rolle. Also der hat eine unglaubliche Entwicklung nachher am Ende, muss ich auch sagen. Ich finde es zum Beispiel auch stark, ich finde dadurch, dass, was du vorhin gesagt hast, Christina, mit dem, wie viel Detailreichtum da drin auch sozusagen nochmal dargestellt ist und wie viel das aufeinander aufbaut, wenn man das Gefühl hat, dass alles ein Konzept ist und dass es wirkt. Ich finde, das ist auch tatsächlich elementar für die Filme, denn wenn ich jetzt die Filme sozusagen hintereinander weggucke, dann macht das mir unglaublich viel Spaß und ich finde, die sind auf einem relativ ähnlichen Niveau, die nehmen sich nicht viel, da sagt keiner jetzt großartig irgendwie so negativ ab oder einer springt hervor. Aber als wir dann zum Beispiel die Filme im Kino noch gesehen hatten, dann hat man ja nicht immer geschafft, die vorherigen Teile zu gucken. Dann ist man da sozusagen reingegangen und hat irgendwie ein Jahr oder so die Filme nicht gesehen gehabt. Und dann haben mir die Filme teilweise nicht so gut gefallen, gerade so die letzten, die wir so gesehen hatten, wo ich dachte so, ach, warum das denn jetzt so und das und so, von mir jetzt, das ist, ach, ich bin jetzt enttäuscht, hätte ich gedacht. Und dann haben wir die zu Hause ineinander weggeguckt und dachte so, oh, wie geil ist das denn umgesetzt, wie cool ist ja, das genau, denn? Das macht total Sinn. Das habe ich ja gar nicht verstanden im Kino, das wusste ich ja gar nicht mehr. Und wie wichtig das ja auch ist, weil diese magische Welt, dass du das wirklich auch alles erfasst hast. Mhm. Und sobald dir da irgendwie was fehlt, dann kommst du ja gar nicht mehr so richtig rein. Also so ging es mir dann in diesem Moment. Ich finde ja und nein. Es gibt dann diese zwei Arten von Zuschauern. Ne? Also es funktioniert schon irgendwie jeder Film für sich und man kann ihn so relativ unbedarft gucken. Oder du guckst ihn mit dem ganzen Harry Potter Fachwissen und verstehst quasi jede kleine Anspielung mehr Spaß. Und Andeutung. Das macht mehr Spaß. Klar. Ja, finde ich auch. Also das ist mir auch mal so aufgefallen, weil wir hatten damals die 7-1 und 7-2 hatten geguckt im Kino. Ne? Mit Sicherheit. Hatten wir auch die 6-5 dann geguckt. Den nächsten wollte ich schon nicht mehr. Na, er ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, und als wir den gesehen hatten, das war für mich eine riesen Wertewandlung auch selbst. Mhm. Also manchmal braucht man auch ein bisschen länger reinzukommen, weil sie ja auch so viele Informationen reinlegt, dass man das auch alles so verarbeitet hat. Du wirst ja wirklich überflutet in vielen Bereichen auch. Ne? Das muss ja auch erstmal bei dir tatsächlich selbst ankommen. Achso, was mir noch einfällt, wo ich gerade bei Überflutung bin, das ist ja ihr Problem in ihrer neuen Reihe auch. Du hast davon gesagt, dass du es nicht gebraucht hättest hier mit diesem Rückblick, wie das mit Harry und den Eltern der Jugend war, ne? Wie denn seine Mutter gestorben ist. Das war einfach nur damals zu dem Zeitpunkt, weil das in den Büchern noch nicht erwähnt wurde, sozusagen von J.K. Rowling geschriebene Drehbuchszene, um sozusagen den Fans einen kleinen Happen hinzuwerfen. Aha. Weil es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht raus war, was passiert war. Das kam ja dann, glaube ich, erst im 5. oder 6. raus. Ich glaube, 5. raus, ne? Okay. Und zu dem Zeitpunkt waren ja nur die ersten 4 draußen. Das war sozusagen. Ach so, und das heißt, alle, die dann da drin saßen bei den Büchern, dachten, sie wären schon voll dabei, sehen dann plötzlich. Genau, das war was Neues. Also, das war sozusagen für nochmal so ein kleines Geschenk. Deswegen diese Szene, also das Drehbuch ist ja nicht von ihr geschrieben, aber diese Szene wurde von ihr geschrieben selbst. Okay. Ne? Ihre erste Erfahrung, bevor sie die anderen Dinger gemacht hat. Ja, aber lustig, weil dann wird sie ja wohl offenbar eine gute Ahnung davon gehabt haben, wie wichtig das ist, sozusagen diese Ahnung wirken zu lassen, weil das sozusagen sehr prägend für Harry Potter ist, statt irgendwas Konkretes zu wissen. Weil für mich wird ja immer alles weniger bedrohlich, wenn ich es einfach 1:1 sehe. So ist ja dann, also ist ja lustig, ne? Dass sie denkt, dass das im Film
Aber ist jetzt wahrscheinlich selbst nicht mehr ausgehalten. Weil ich meine, es ist ja quasi, also von dem, was man sich so erzählt, ist ja das, also da gehen ja sonst was für Bilder auf was. Und er wollte auch noch das Baby oder das kleine Kind töten, so, ne? Also es ist ja ein super schreckliches Bild, nur kein Bild, also das, also so schrecklich, also sieht ja auch ein bisschen niedlich aus, wie der da so guckt mit den großen blauen Augen. Mhm. Ich meine, das macht natürlich den fünften nachher hardcore, weil jetzt denkst du, dachte man immer, ja, also jetzt, man macht im ersten Teil, sind wir ja im Glauben, dass Voldemort böse war und hat die Eltern getötet, wahllos, ziellos, ohne warum. Ne? Und letztendlich kommen im fünften kommen wir jetzt auf die Spur der Sache, dass die gehörten zum Orden des Phönix, die haben gegen gekämpft, eigentlich waren sie doch Helden in seiner Sicht. Und dann kommt ja eigentlich raus, eigentlich sollten, also die waren eigentlich Kollateralschaden, eigentlich sollte er ja sterben. Um Harry. Ja. Das ist ja das, wo es immer richtig in die Magengrube schlägt. Ne? Also das ist ja eigentlich dieses, oh, noch ist es eine heile Welt, es ist nicht schön, mit den Eltern was passiert ist, aber nachher wird das ja eigentlich ein richtig starkes Thema auch. Ja. Ne? Also auch für die psychologische Entwicklung, man auch dieses, ne? Deine Mutter hat sich für dich geopfert nochmal anders, ne? Wenn klar ist, es ging eigentlich gar nicht um sie, sondern wirklich hauptsächlich um ihn. Ja, das wirkt jetzt im ersten Teil noch so ein bisschen wie ein Augenroller, ne? Dieses ja billige Ausrede, aber nachher, dass man ja wirklich drin denkt, ah ja, na klar, aber jetzt ergibt das ja auch erst Sinn, aber so wirkt das immer so, wie so, als hätte, würde Dumbledore ihm immer nur so eine Spuren werfen und die Mutter sei mal ruhig. Also, so probier mal, ne? Also, damit du überhaupt eine Erklärung hast, damit du nicht ganz so ziellos dastehst. Ne? Ich finde das sowieso krass. Würde ich das mal reinwerfen, würdet ihr sagen, dass Quirrell so einen unabsichtlichen Horcrux am Hinterkopf hatte? Oder was war das genau? Ich weiß nicht, also so wirklich hundertprozentig verbunden waren die ja nun nicht, weil die Einhorns, oder die Szene im dunklen, verbotenen Wald, wenn er da das Einhornblut trinkt, ist er da ganz ist er eindeutig ne? als Puppe, die nur einen Kopf hat, unterwegs und hat seinen Mantel da, aber nicht als komplett materielle Figur. Und wenn Quirrell dann sich in zu Schutt und Asche zerfällt, dann schwebt er ja auch irgendwie weg als schreiendes Gesicht. Also er ist auf jeden Fall kein Horcrux, würde ich sagen, was ja dann wahrscheinlich also auch. Also wenn wäre es ja ein unbeabsichtigter Horcrux, so wie Harry einen an der Rübe hat, ne? Also jetzt nicht so ein zielgerichteter. Nee, er sagt ja auch, ne? er ist eben er nutzt ihn so als Parasiten. Genau, er ist auf den Körper angewiesen. Deswegen ist es aber tatsächlich komisch, dass es Momente gibt, wo er eigenständig in welcher Form auch immer existieren kann. Ja, dass sich das Ding holt. Das stimmt. Also mir war immer so, als wenn ich mal gelesen hätte, dass Quirrell tatsächlich das Einhornblut trinkt. Also das sozusagen in den Büchern ist es, also in den filmischen Versionen ist es ja sozusagen getrennt voneinander. Aber ich glaube, in den Büchern kommt nach und nach raus, dass Quirrell das getrunken hat. Weil dann hätte mehr er nicht so Sinn abhauen macht. Deswegen ist er ja auch zerfallen, weil er sozusagen, ich sag mal, wenn dieser Fluch dann sozusagen wirkt, dass du nur noch ein halber Mensch bist. Ne? Und deswegen kann er sich halt gegen sowas wie Liebe dann nicht mehr wehren, weil er ja nicht mehr ganz diese Substanz selbst hat, auf der normale Mensch besteht. Das würde Sinn machen, weil dann hieß es ja am Ende, dass wenn Voldemort diesen Wirtkörper verliert, er ja, ne, dann ist, er erstmal, er ist ja jetzt tatsächlich quasi erstmal wieder weg. Guckt mal, wie er sich wieder berappelt, aber das stimmt. Vielleicht so sah mir das in der Inszenierung nicht aus. Nee, deswegen, das ist mein Problem. Bei mir tun sich immer mehr Probleme vom Spiegel auf. Also das ist vielleicht so eine Drehbuchherausforderung gewesen, zu sagen, okay, jetzt muss der da schnell weglaufen. Ja, aber wie soll der denn weglaufen? Lassen wir ihn mit dem Besen wegfliegen? Ach, wir lassen jetzt einfach nur, dass Voldemort da ist. Also jetzt bei dieser Einhorn-Szene, ne? Wie kommt er da weg? Wenn er jetzt losläuft, können die anderen ja hinterherlaufen so ungefähr und gerade der Zentaur wird ja schnell genug sein. Würde ihn dann am Kragen greifen? Vielleicht sind solche Sachen. Ja, aber es wirkt ja schon befremdlich. Das wirft ja auch die Probleme auf. Und wenn er zum Schluss nachher, sagen wir mal so, Voldemort macht einen Puff und löst sich auf und wirft dann, geht immer durch Harry, dann kann man ja jetzt sagen, wenn man die weitere Handlung kennt, okay, der Schmerz hier oben hat sich halt ihn übermannt wegen dieser Konfrontation. Bumm, das war eigentlich die Sache. Wir sehen und ja, wie erledigt. Dieses Wesen die Treppe hochfliegt. Ja, aber gut, aber kommt der, ist denn das gleiche Wesen, was nachher im Suppentopf sitzt im vierten Teil? Also das ist ja, glaube ich, ja auch nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Also ich weiß jetzt nicht mehr in den einzelnen Stufen, was er sich da noch, wo er noch seine Überlebensenergie herholt, aber es ist ja schon immer eine andere, wie so ein anderer Aggregatzustand, in dem er sich gerade befindet, ne, auf dem Weg zur Rückkehr irgendwie. Ja, stimmt, da hat er dann schon Beinchen. Ja, da ist er, genau. Ja. Ja, wie so ein Embryo oder so. Ja, ne? Also ein hässlicher Embryo. Genau. Und hier ist er noch weniger. Also hier hat er eigentlich keine eigene Körperlichkeit. Der braucht diesen anderen Körper. Und deswegen stimmt das schon, dass diese Szene im Wald, die ist ein bisschen komisch dann. Mal wir auch erst den Mund einmal sehen. Aber tatsächlich müsste er doch eigentlich derjenige sein, der auch im vierten Teil im Kochtopf sitzt, weil ich
ich meine, wenn wir rein theoretisch, wenn wir jetzt die Horcrux-Geschichte durchgehen, die Horcruxe wurden ja alles vernichtet, also wurde ja keine sozusagen angewandt. Ja. Also muss das ja dieses zerstörte Wesen sein, dieser Überbleibsel seiner selbst, funktioniert ja nicht anders. Die Frage ist nur, wie kommt er zu Beinen? Christian. Ach, ich bin da drei Meta-Ebenen drüber und finde das ja eine der schönsten Ideen von Harry Potter. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine exklusive Idee von Rowling ist. Diese Idee, dass das Böse, also das allgegenwärtig da ist und auch sozusagen als Bedrohung da ist. Es braucht aber sozusagen eine irdische... sich andere bedient. Genau. Mhm. Also es muss gleichzeitig, also es hat eine Anziehungskraft und es braucht sozusagen Menschen, Lebewesen, die sich davon sozusagen anziehen lassen und die dem dann einen Körper geben. Ja. Ne? Also so funktioniert Krieg ja auch. Also wenn da keiner mitmacht, dann ist er ja auch nicht. Und, ach so. Ja, ja. Das ist schon, also das ist wirklich ein spannender Gedanke, deswegen hänge ich da, komme jetzt gerade nicht auf die konkrete Ebene. Mir fehlt ja auch gerade der Kochtopf einfach vor Augen. Christian. Apropos. Ja. Was hast du denn in den nächsten drei Tagen so vor? Genau, aufgenommen am 26. Dezember 2018 ist das ja ein permanentes Thema. Wohlgenährt sitzen wir hier in den Kinos. Essen kleine Every Flavor. Oh, wirklich. Ja, ihr könnt gerne mal zuschlagen. Nein, danke. Nur an der frischen Luft. Tja. Ja. Also, haben wir noch was zu seriellen Filmreihen? Ich habe noch minimal, wir haben ja dieses Mal die Extended Edition geguckt. Das weiß ich, ob euch, also die vielleicht noch weniger dann aufgefallen, aber vielleicht Christina so gemerkt, so Moment mal, kannte ich diese Szene schon. So eben, das ist einfach nur ja die, das, was sonst als Deleted Scenes rumliegt, wurde halt nochmal mit reingeschnippelt. Nein, wirklich? Was für mich teilweise manche Sachen ein bisschen eben abrundet, zum Beispiel die Szene, die Trollgeschichte. Die abgerundet wird eben mit diesem, wenn Ron dann sagt, naja, wofür sind denn Freunde da? Das ist zum Beispiel diese 20 Sekunden, oder wie viel es dann da hinterher ist, das ist neu sozusagen. Oder auch am Anfang, wenn man sich fragt, mit diesen Briefen, das geht ja doch schon recht lang. Das ist zum Beispiel, wenn sie die Eier aufschlägt und da ist ein Brief, das ist auch, die war auch in der Kino noch nie gesehen. Nicht, ja, okay. Genau, nicht. Also was ich am besten fand, was jetzt auch drin war, war hier die erste Stunde Zaubertränke. Wenn Snape sozusagen hier Harry angreift, dann sagt er zum Schluss, Berühmtheit ist nicht alles, nicht wahr, Mr. Potter? Und dann gucken alle und alles. Und dann ist ja eigentlich im Film Cut. Und er ist jetzt nochmal rumgekommen, hat sich direkt vorhin gekniet und die Aufmerksamkeit sagt, wo er doch sagt, warum schreibt ihr nicht mit und die Antworten gibt. Das wirkt dann sozusagen auf einmal so überdreht, sonst wirkt er ja immer sehr passiv. Ja. Und das war eine Szene, wo er sozusagen sehr aktiv in der Bewegung war, auch sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ja, es ist jugendlich trotzig, wenn er sich so rauflehnt und dann sozusagen noch immer so, und dann die Punkte abzieht, sich irgendwie hinsetzt und hier kritzelt hier. Das Na, vor allem, dass Harry auch noch Widerworte gibt an der Stelle und sagt, hier ist es Pity, nicht Hermine antworten. Nee, aber das ist ja im Film aber auch noch drin gewesen. Das ist da bin ich nicht sicher, das werden wir nochmal überprüfen. Nee, das war im Film drin, das ist kein Extended. Nee, aber ich finde dieses Aufgeweckte, wo er sich so bewegt und nicht mehr so stocksteif dasteht, das ist halt was anderes. Das ist was Neues. Was fängt halt das wirklich auf, dass es halt... nicht, dass es einem rausgenommen wurde, weil sonst hat er ja sozusagen, wenn du diese Szene rausnimmst, hast du ja nur diesen steifen Snape. Mhm. Ne? Das fand ich schon stark. Und natürlich das mit Seamus, ne? Mit dem Hinterkopf, das ist auch nicht drin gewesen. Mit Neville und der Halbkörperklemmer da. Ne? Was, sag mal genau, was ist da jetzt anders? Also wenn Neville kommt und an den Tisch springt und die Füße sind sozusagen zugeknotet und kann mich nicht immer freuen und sagt, Seamus, warte, ich mache, nee, das brauche ich jetzt nicht hier. Du verbrennst mir nur meine Kniescheiben und dann sagt Seamus, hey, meine Augenbrauen sind doch zurückgewachsen und dreht sich um und hat er doch den. Und das ist komplett sozusagen. Das ist auch. Genau, also Seamus hatte keine große Rolle gehabt im ersten Teil, außer jetzt, wo er im Wingardium Leviosa Unterricht Bumm macht. Ja, also er hatte schon, glaube ich, zwei oder dreimal ist dieser Gag schon drin mit dem Feuer. Ich meine, das hält sich jetzt explodiert. Am Ende aufrecht immer, ne? Ja, deswegen war das für mich auch so immer so lustig. Deswegen hat der Witz jetzt am Ende gezündet, weil er ist ja immer am Rande, immer nur Bumm macht, man kümmert sich gar nicht drum, man gewöhnt sich dran, das nimmt ja dann sozusagen so eine, wie immer, Haltung ein und dann zum Schluss, als dann hier im 7.2 dann Hogwarts angegriffen wird und dann McGonagall da steht, oh, jetzt lassen wir die Armee von Hogwarts aufmarschieren, das wollte ich schon immer mal machen, hihihihi, und dann so, ja, beraten sich mit Seamus, der kann auch gut Explosionen herleiten und solche Sachen, das wirkt ja dann nochmal extra lustig. Ne? Aber ich weiß nicht, ob die Szene zum Beispiel jetzt gebraucht hätte unbedingt in dem Film.
Ja, anscheinend ja nicht. Sonst weil, jetzt alle denkt, nicht weil man so denkt, oh toll, keine von Neville hat keine Freunde, ich muss sagen, keine Freunde helfen ihm, alle lachen nur. Ist ja auch nicht, alle gehen dann weg und die anderen helfen ihm auch nicht mehr. Und er steht dann da. Ja, der ganze Tisch ist noch voll, genau. Ja, da macht man so nicht. Ja, und dann weiß ich, glaube bei Weihnachten sind noch mal, ist nochmal ein extra Schritt. Ja, genau, gewesen, wenn er dann draußen da sitzt, wenn er da sitzt und noch in die Ferne starrt, weil die das mit dem Spiegel so beschäftigt ist auch. Nee, und auch wenn er mit Ron eben in der großen Halle Schach spielt, ist glaube ich. Nee, das ist auch original. Ein Teil. Ist, naja. Ja, das muss ja, das Schachspiel muss ja eingeführt werden. Ja. Und die Schachszene selber, ist da irgendwie ein Schnipsel mehr dran? Oder? Nee. Also, ich fand es schön am Anfang, als die Halle das erste Mal zu sehen ist, wo das erste Mal die Eulen kommen, die wir leider noch gar nicht erwähnt haben, da siehst du auch ein normales Schachbretter stehen. Also kein Schachbrett. Das ist mir gleich aufgefallen. So, aus Muggelhäusern sind sie auch. Und wie viele Minuten waren das ungefähr? Das war nur mal so 5, 6 sind insgesamt. Also wie gesagt, sind auch bei den regulären DVD- und Blu-ray-Ausgaben, also als Deleted Scenes einfach dabei. Mhm. Ist lustig, dass, als du das jetzt so aufgezählt hast, ist mir aufgefallen, dass das jedes Mal ein Moment war, in dem ich kurz gestutzt habe, aber gar nicht auf die Idee gekommen bin, es könnte ein Extended Version sein, sondern zum Beispiel mit den Eiern dachte, ach, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ja, ne, wo die Briefe in den Eiern sind. So, also, ich habe sie offenbar nicht gesehen und war jetzt wirklich schön, wie du sie so durchgegangen bist, dachte ich, ja stimmt, da habe ich auch kurz gedacht, ach, kann ich mich gar nicht, also. Genau. Interessant. Ja. Ich fand es auch schön, dass sie mit den ganzen Eulen gearbeitet haben und also ja, und sozusagen mit den allgemeinen Tieren auch selbst gearbeitet haben. Fand ich gut. Das war auch ein lustiger Spruch von Harry, wo dann Ron ist geschlagen beim Schach und er sagt zu Hermine, ja, Hermine, du gehst jetzt mit ihm zurück und gehst in die Eulenstation. Und ich so, wie soll sie denn jetzt zurückgehen? Sie muss jetzt wieder die Pflanzen hochklettern und dann bis zu dem... vor den Schlüsseln, wenn ich ehrlich sein soll. Und dann die werden ja nur aktiv anscheinend eigentlich, wenn man den Besen berührt und danach ist ja eigentlich vorbei. Ja, auf jeden Fall willst du es durch die Pflanzen hoch, dann durch die zerstörte Falltür, wo immer noch der Hund ist, der viel zu groß ist, um ihn da irgendwie jemals reingeklickt zu haben. Außer mit dem Koffer vielleicht. Das ist mit dem Koffer. Ja, also dieser Hund ist ja abnorm groß, also die brauchen ja nicht mal die Tür eigentlich zuschlagen. Ja, aber das haben wir ja mit fantastischen Tierwesen geklickt. Durch die Tür. Ja. Dann kriegst du alles reingefluppt. Ja. Ach ja. Trotzdem ein sehr schöner Film. Ich mag ihn auch sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Ich finde es natürlich auch schöner, wenn es nachher ein bisschen erwachsener wird von der Thematik her. Also ich sehe es wie Christina, ich finde, in der Mitte liegt das Gold. Also ich finde auch so ab dem dritten so. Ja, der dritte ist schon ziemlich gut. Aber ich sag mal ganz ehrlich, weißt du, was mein Problem mit dem dritten war? Es war der Werwolf. Uhu. Ich weiß, es war der Werwolf. Es war natürlich das erste Buch, was ich gelesen hatte, bevor ich den Film gesehen hatte. Und hatte natürlich eine ganz andere Vorstellung. Es ist ja was anderes, wenn du was umgekehrt hast. Und zum Zweiten, der Werwolf sieht doch wirklich furchtbar aus. Also ja, aber das spiegelt alles darin wieder. Sein Charakter und alles. Wie sein Charakter. Sirius Black hat auch einen tollen Charakter. Wieso sieht der aus wie so ein... Das ist ja Sirius Black. Das ist Lupin. Ja, aber Lupin mag ich doch noch lieber. Deswegen wäre es so furchtbar. Wenn der jetzt fürchterlich aussehen würde, als furchteinflößender Werwolf, dann würdest du auch sagen, das passt gar nicht zu Lupin. So ist das alles völlig logisch und richtig. Nee, es ist nicht. Mit Lupin war ich sowieso enttäuscht, weil sie den so rausgekickt haben, so aus dem Film. Schokolade. So. Ja, das stimmt. Also fand ich auch eine tolle Figur. Gerade weil man denkt, dass dann Black auch nicht mehr da war, das wäre sozusagen der einzige Verbindeglied, was er noch hatte. Und dann ja, mit den tollen Figuren, die bleiben eben nicht bis zum Schluss. So knallhart. Sie hat damals knallhart überlegt. Sie hat damals gesagt, musste sie killen. Entweder es war die Frage zwischen Lupin oder Arthur Weasley. Das war ein Ding. Oh, das wäre natürlich ist auch ein hartes Ding. Schöner. Natürlich ist es ein hartes Ding. Aber natürlich bin ich Lupin-Freund. Naja, ja, okay. Aber dadurch, dass die ja nur bei Weasleys, wollte ich gerade sagen, wenn ein Sohn schon dann fehlt, dann ja. Ja. Das war schon ein hartes Ding, ne? Aber Harry Potter-Universum mit Carly und Max, es scheint eine Podcast-Idee zu sein, dass ich mir sehr vorstellen könnte hier, glaube ich. Sehr interessant. Ich, ja. Du kannst noch so viel lernen, Christian. Wenn du dich mit uns auf die Reise begibst. Einfach mal auch eintauchen, die Magie. Ja, tauche ich gerne. Und wenn dann nicht mehr irgendwelche Trolle diese Magie stören müssen, um aufregende Szenen zu produzieren. Ich fand übrigens bei Schachbrettszenen habe ich mich wirklich gewundert, weil ich das irgendwie nicht verstanden habe. Aber wahrscheinlich, wenn man Schach spielt, dann macht das noch mehr Sinn. Konnte man dann noch besser folgen? Nee, ne?
Inwiefern oder wieso? Ja, weil ich durchaus auch nicht, also aber ich verstehe dann sowas nicht. Was ist denn das, also was die da spielen? Es ist so komisch montiert, so es ist knallt und kracht und. Ja, das ist wie hier früher auf Windows 95 gab es auch dieses animierte Schach, wo die sich auch immer noch schön geprügelt haben, wenn man den ja, gerne Person. Ich verstehe auch, warum das passiert, wegen der Schauwerte, aber ich sehe sozusagen nicht durch und dann stehen die da alle und halten inne und dann denke ich, okay, ist die Konstellation jetzt für jeden, der Schach versteht, gerade so klar, was jetzt als nächstes passiert? Also hast du das zum Beispiel? Nö, aber das brauche ich in dem Moment auch nicht. Ja, ja. Also ich muss ja jetzt nicht vorher wissen, welche, ich erkenne ja nicht mal die Figuren alle gleich, ja, weil sie auch gar nicht alle so ausführlich gezeigt werden. Wie Hermine wäre ich jetzt einfach losgelatscht, wenn ich Harry sagen will, nee, du musst hinbleiben im Spiel, Ron. Ja, wenn ich Ron gewesen wäre, wäre ich runtergerutscht und hätte mich nur auch im Hinterteil festgehalten. Aber ja, naja, was willst du machen? Oder einfach von der Seitenlinie zugucken, wie die Figuren kaputt sind. Das wäre ja sowieso der Punkt. Ihr wisst, was wir jetzt machen? Ja, wir gehen am Schachbrett vorbei und durch die Tür. Aber dann wäre wahrscheinlich irgendwie so diese Feuerwand aufgeblitzt oder sowas und man hätte spielen müssen. Keine Ahnung. Ja, schade, dass die beste Prüfung nicht also, drin war. Ich könnte dir jetzt auch nicht die genauen Positionen da sagen, als ja. Ron sagte, so, wir machen jetzt die zwei Züge, ob das tatsächlich ja. so stand. Aber ich nehme es dem Film, dass er sagt eben, naja, er muss jetzt die Königin da weglocken, dann kann Harry seinen Zug machen und dann ist der König auch schachmatt gesetzt und dann geht es eben weiter. Ja, und das weiß der das König aber erst, nachdem er schachmatt sagt? Oder ja. Steht denn so da? Na, Schach sagst du ja, glaube ich. Du musst ja, es ja einmal wenn anrufen. Das wenn du den mit dem nächsten Zug quasi ja. erledigen könntest und dann muss der sich befreien. Das heißt, der Zug ist dann eigentlich auch schon vorhersehbar und damit ist es der danach ja auch. Im Idealfall. Ist schon ziemlich lange her, dass ich mal Schach gespielt habe. Glaub das doch dem Ron, der kann das. Glaub dem das auch. Schließlich hat er 50 Punkte dafür gekriegt. Das wird lange nicht mehr passieren. Das war es auch mit Schach, ja, ne? Merke ich nicht. Ja, das war es wirklich mit dem Schach, da kommen ja nichts mehr, ne? Ich glaube nicht. Reicht auch. Drachen, Riesenspinnen, jetzt geht's richtig ab. So, Christian hat jetzt schon zweimal versucht, den Podcast zu beenden und wir haben immer weiter gequatscht. Möchtest du das wirklich auch gefallen, Christian? Hat er selber gemacht, nur deswegen konnte es ja weitergehen. Ja. Das Schlusswort könnt ihr gerne auch ein. Ja, alles, was noch offen ist, klären wir dann beim Gespräch zu Teil 2. Ist das eine Drohung oder ist das eine andere? Das wird jetzt wahrscheinlich jeder etwas anders empfinden. Ja, ich meine, jetzt gehen wir ja erstmal in den Podcast-Charts massiv nach oben. Also, wenn eins für Erfolg im Mainstream sorgt, dann Harry Potter. Das ist tatsächlich so. Yeah. Das wird wahrscheinlich, ich nehme an, wir werden jetzt Kommentare bekommen und die werden nach mehr verragen und verlangen. Dann machen wir es einfach trotzdem nicht. Erst wenn wir den zweiten Teil von Sissy haben. Oh Gott, ja. Habt ihr noch mal geguckt, den ersten? Ach ja. Ja, lassen wir hier dann ausklingen. Wahrscheinlich. Ich kann noch sagen, es gibt ja sonst auch mehr als genug Hörstoff zu Harry Potter bei Second Unit. Die haben das mal komplett gemacht, zusammen mit dem Spätfilm Daniel. Beim Spätfilm Daniel gab es mal die Besprechung von Harry Potter and the Cursed Child, also das Theaterstück. Und ist es positiv oder negativ weggekommen? Gemischt. Also wir haben halt Positives und Negatives gefunden. Und da war eben der Daniel mit Tamino, glaube ich. Und dann jetzt quasi in dem Dezember gab es auch bei Wiedersehen macht Freude bei dem Podcast. Die sind auch komplett durchgejagt durch alle Teile von Harry Potter. Und da gibt es bestimmt auch noch andere Podcasts, die sich schon mal mit Harry Potter beschäftigt haben. Das ist der Podcast mit Nils Buckelberg. Wiedersehen macht Freude. Mhm. Wimaf. Ja, ansonsten, wer weiter in diese Potter-Welt einsteigen möchte, pottermore.com ist ja auch nochmal eine ordentliche Sache, die offiziell lizenzierte Fanseite von Rowling, wo sie auch immer wieder kleine Schmankerl hinwirft. Jetzt zu Weihnachten gab es auch nochmal ein extra Hintergrund-Special. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nichts erzählen. Aber ich habe es auf dem Handy, ich habe es gesehen. Oder wer sozusagen so ein bisschen diese Hintergründe sozusagen alles mal zusammengefasst haben möchte, weil er keinen Bock hat, alles zu lesen, gibt es auch auf YouTube hier einen Channel von, die heißt Harry Potter Folklore.
Der ist so, der wirklich auch in versucht, in eigener Arbeit und Eigenregie alles in wirklich feinen Animationen mal darzustellen und mal einen kurzen Abriss zu den einzelnen Charakteren und deren Hintergrundgeschichte zu bieten. Das ist sehr kurzweilig und macht auch Spaß. Also ich glaube, wir können sagen, wer sucht, der findet definitiv mehr als genug und sowohl offizielles als auch Fansachen. Und es läuft ja auch gerade Fantastische Tierwesen noch im Kino. Und ja, der sehr umstritten ist, ne? Jo. Noch einmal. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja. Okay, wollen wir jetzt Schluss machen? Oh, warte mal, wir machen sofort Schluss, wenn du noch eine Bohne isst. Nein, auf gar keinen Fall. Dann warte ich gerne noch einen Moment. Okay, ja. Na denn. Jo, dann. Schön, dass wir uns alle vier zusammengefunden haben. Ja, ja. Sehr schön. Und guckt Filme, hab Spaß dabei. Wir hören uns wieder. Das definitiv. Womit und wann, das steht diesmal noch nicht fest. Du musst das sozusagen jetzt verbalisieren, dass du auf Wiedersehen sagst, Christina. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Kali. Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.